Aber diesmal. Diesmal schaffen wir es ganz bestimmt. Eisschild ist extrem schwer, aber auch langweilig. Eisschild ist langweiliger, ja. Wenn schwer, dann toxic. Regenwald ist halt viel zu leicht. Regenwald ist halt so, das ist ja gar keine Herausforderung. Das wird ja, also wenn wir jetzt Regenwald spielen, wird es ja easy durchgespielt sein, so. Das ist ja einfach nur da nur noch runterspielen, da kann ja nichts passieren. Also Regenwald ist ja einfach nur noch ein geschenkter Run. Das ist ja einfach, ja. Von vornherein klar, dass wir es durchspielen. Toxic Regenwald würde eh noch nicht schaffen. Regenwald wäre doch mal was Neues. Ah, toll, auf keinen Fall. Random-Button drücken? Nee, random kommt dann hier sowas raus. Dann machst du random und dann macht das das hier so. Dann bist du in der Wüste. Wobei ich Wüste cool finde. Gut, Chat. Ihr wollt Regenwald haben? Gibt's ja nicht ja toll. Gibt's ja irgendwo, wollen wir nochmal Canyon spielen oder sowas? Hätte ich Bock auf eine große Bergbase irgendwie. Hättet ihr Bock auf ein Canyon nochmal? Mit großer Bergbase und Insekten und so. Irgendwie fühle ich nochmal, ich hatte irgendwie Bock, mal eine große Bergbase aufzubauen. Weil wir das jetzt nicht geschafft haben. Das war's für die Zombieland-Story. Nö, Zombieland müssen wir nicht um den Canyon spielen. Zombieland können wir wieder was anderes spielen. Was ist Cliff? Also Zombie Run haben wir am Anfang ja komplett ohne Canyon gespielt. Zombie Run haben wir am Anfang ja sogar nur im Sumpf gespielt. Und später erst Canyon. Also es ist ja nicht dran gebunden. Den Zombie Run müssen wir es nicht unbedingt spielen. Was ist denn Cliff? Cliff Corner hört sich cool an. Cliff Corner ist wie ein Name. Auf einer Seite Bergkette, das hört sich cool an. Cliff Corner hört sich cool an. Gut, ihr kriegt Cliff Corner im Regenwald, von mir aus. Wo ist denn hier Regenwald? Da? Gibt es hier irgendwo einen Cliff Corner? Da ist Cliff Corner. Limestone Marble. Tropical Rainforest. Ja? Ist es das? Oh, ich will keine Caves. Irgendwas ohne Caves? Ist das Cliff Corner hier oben? Nee. Ich verklickt. Da! Cliff Corner. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Hä?
sich alles irgendwie Cliff Corner dann am Ende gefühlt? Nehmen wir das hier. Okay, Marble, Sandstein, Cliff Corner, Tropical Rainforest. Let's go! Chat möchte Tropical Rainforest. Dann kriegt ihr ein Tropical Rainforest. Andersrum. Doch, ist Tropical Rainforest. So. Das passte, glaube ich, alles soweit. Next. Einen guten Charakter brauchen wir. Einen guten Vampir brauchen wir. Ich war schon ein ziemlich geiler Charakter. Oh mein Gott. Iron Wild und Quick Sleeper. Zwei Verletzungen. Construction. Aber kein... Ich hätte schon gerne ein bisschen Mining. Gute Trades so ein bisschen. Undergrounder 12 Mining. Cooking ist so wichtig? Nee. Cooking ist gar nicht wichtig. Crafting 15. Super Immune ist egal. Komm, gib mir gute Trades. Nervös. What the fuck? Industrious und Sanguine. Mining Flamme. Oh, ist glaube ich nicht schlecht, oder Leute? Ist glaube ich nicht schlecht. 22 Jahre alt. 18 Intellect, 5 Social. Hat Industrious. Construction ist wenig, aber der hat Industrious und Sanguine und kann das eigentlich lernen. Construction auf 1 ist halt nicht so cool, aber... Boah, der ist schon nice, ey. Ich bin überlegen, ob ich den nehme. Wobei die anderen nicht so gut sind, aber... Der Bot kann bauen. Ja, Bot ist halt super langsam. Ich glaube, den werde ich nehmen, aber ich check das nochmal. Die Bots sind halt super lahm im Bauen. Das ist halt ein bisschen schade. Kannibale sind wir sowieso gefühlt. Ja, ich glaube, den nehmen wir von eben. Startet man immer mit nur einem? In dem Szenario schon. Ist abhängig davon, was Szenario du spielst. Great Memory, Nimble. Ja, ich glaube, der war schon gut. Industrious. Ja, der war gut. Komm, das ist einfach zu gut. So einen krieg ich nicht nochmal. Industrious und Sanguine ist einfach viel zu nice. Es ist eine Frau. Right? Eine Frau. Wen nehmen wir? Ist das wieder Natascha? Soll Natascha wieder die Kolonie anführen? Fandagiro, hallo. Wird Natascha wieder die Kolonie an? Okay. Natascha, mit dem Namen Rose Owen. Okay, Natascha ist wieder die Anführerin. Wobei, die hat super viel Intellekt. Das ist eigentlich ziemlich unrealistisch. Ah gut, ist auch ein Computerspiel. Die müssen nicht realistisch sein. Let's go! Danke, ProjectX. Vielen, vielen Dank für den 7. Da müsste eher so eine 2 oder so stehen. Okay. Willkommen im tropischen Regenwald. Das hier ist ein ziemlich krasser Seed. What the fuck? Wir können uns einfach hier zubauen. Haben diesen gesamten Bereich und dann können wir hier in den Berg rein. Alter, hier reicht eine Tür. Hier reicht eine Tür und der gesamte Bereich gehört uns. Hier reicht eine einzige Tür und der gesamte Bereich ist zu. Yo, Tello, danke für 22. Ich grüße Micha und Joe. Danke fürs Kochen, yo. Ich hoffe, es war lecker.
Katzarm, danke für 6. Inklusive Anima-Baum. Ja, Anima-Baum bringt nichts, weil ich da nicht bauen darf dann. Da ist aber ganz viel so Sumpfland. Ich glaube trotzdem hier oben drin. Hier oben gefällt es mir besser. Ich mache hier zu, werde hier oben wohnen. Ich weiß nicht, ob ich direkt da ganz oben wohne. Wir haben natürlich auch super viel Anbaufläche. Essen sollte gar kein Problem sein. Ich glaube, ich baue hier oben die Base. Ich glaube, ich pflanze dann hier vorne an. Hier mache ich zu und habe direkt einen größeren Bereich und fange an, hier zu leben. So, das ist der Plan. Das ist der Weg. Oder, damit wir nicht so weite Laufwege haben, fangen wir an, hier zu leben. Wie viel Kampf hatte der? Natascha hat nur 4 Melee. Ich hoffe, das lernt die schnell. Ist halt nicht so stark. Ja. Luko, danke für die 12. Tja. Stahl gibt es hier leider gar nichts. Doch hier oben, aber wenig. Also Stahl muss ich in den Bergen suchen. Ich muss auf jeden Fall Mining machen. Ja, ich muss ja auf jeden Fall viel, viel, viel bauen. Viel, viel, viel machen. Vor allem muss ich mal Steine besorgen. Habe ich hier irgendwo einen AD oder so? Hier unten, ganz schönes Häuschen. Ist die Karte bergig? Das ist ein aus der Geological Landform. Mod, ist das ein Corner Mountain? Wie heißt das nochmal? Wie heißt das nochmal? Ein Cliff Corner. Cliff Corner ist es. Cliff Corner gesucht und gefunden. Und da wohnen wir jetzt. Wie lange muss ich jetzt wieder zuschauen, um meine gesetzten 5000 Punkte wieder reinzubekommen? Das ist eine gute Frage, Tachiana. Ich hoffe, das geht schnell. Okay, Chat, fangen wir an. Hilft ja nichts. Die Frage ist nur, wo wir wohnen. Ob wir direkt nach da oben gehen für einen größeren Bereich, macht wahrscheinlich Sinn, dass ich direkt den Bereich hier weg zumache. Wir haben hier Stahl. Problem sind halt die weiten Laufwege. Feuer nervt auch ein bisschen. Wir wollten eine Wette haben. Ich tue mir gerade mit der Wette schwer, weil wir in einer Dreiviertelstunde kurz eine Pause machen wegen Forts. Willst du trotzdem eine Forts-Wette haben? Oder noch nicht? Oder machen wir erst nach Forts eine Wette? Weil wir jetzt in einer Dreiviertelstunde wechseln. Machen nach Forts eine Wette. Wir machen nach Forts eine Wette. Für 45 Minuten macht keine Wette. Nach dem Forts machen wir die Wette. Danach spielen wir nochmal weiter. Ich werde gleich, wie gesagt, in einer Dreiviertelstunde um 22 Uhr machen wir Matteo in Forts fertig und dann spielen wir wieder Rimworld weiter. So, aber wir haben noch 45 Minuten. Also, let's go. Gut. Für Forts kriegt ihr eine Wette. Ihr kriegt auf jeden Fall eine Furzwette. Wir haben hier einen Panther, das macht mir schon mal ein bisschen Schiss. Meine Roboter sind bei mir. Ich muss hier definitiv zubauen. Wo kann ich denn hier nicht bauen? Warte mal. Kann ich gar nicht bauen? Oder wie? Doch, da kann ich bauen. Das heißt, ich muss das so zumachen. Es ist unangenehm, muss ich sagen. Es ist unangenehm. Egal. Gut, wir fangen an. Wir gehen da oben rein. Und dann werden wir uns hier eine große Base hinbauen. Das ist alles ein bisschen weiter weg. Das ist in Ordnung. Ich mache jetzt erstmal eine Zone hin. So, tragt mal Sachen dahin. Clear. Ne, alles erlauben. So, die Roboter tragen sie dahin. Und du kannst schon mal anfangen, Holz zu machen. Hier vorne besorgen wir uns Holz. Ich stelle ein. Firefight, Doktor. Ich bin ganz schön katastrophal im Doktoren mit 1. Plants habe ich auch nur 1. Es ist... generell ein guter Charakter, aber auch nicht so guter Charakter. Es ist beides. Beides, beides. Was soll's? Kochen 3. Ja, ich probier's. Was soll's? Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Gottes Willen. Auch Crafting eine Vollkatastrophe. Ja, wir brauchen schnell einen weiteren Kolonisten. Vor allem auch fürs Blut und sowas. Aber das sehen wir denn dann. Okay, let's go. Sanguin macht, dass du die ganze Zeit bessere Laune hast. Sanguin gibt dir, dieser Trade ist Frohnatur, heißt es. Du hast permanent plus 12. Ist für den Anfang auf jeden Fall sehr, sehr gut. Später vielleicht gar nicht mehr so relevant für den Anfang, aber sehr, sehr gut. Und danke, Big Alpha, für 8 Monate. Okay, so, dann bringt man die Sachen nach oben und du fällst hier so lange schon mal die Bäume, was 100 Jahre dauern wird am Anfang. Aber wobei Industry es ja trotzdem hilfreich ist. 35% Global Work Speed. Wir müssen viel leveln, viel lernen. Okay, vielleicht versuche ich diesmal auch die Base sofort zu Beginn ein bisschen schöner zu bauen.
regnet. Ihr sollte auch vielleicht auch jetzt schon... Ja, ich werde definitiv versuchen, das Ganze diesmal ein bisschen schöner zu bauen. Und hier machen wir alles eine Base draus. Was bedeutet, wenn ein roter Rahmen um die Zahl ist, dass das sehr schlecht ist, dass das sehr schlecht da drin ist. Der Charakter. Also kann es, aber ist nicht so gut. Schön als die Hütte eben. Ja, die war wirklich schon schön. Das hat mir gefallen mit dem Kreis, muss ich sagen. Aber sollte halt nicht sein. Warte mal, wenn ich das so mache... Hier sind Steine. Das hilft uns, dass das Feuer vielleicht gar nicht an die Base rankommt, wenn es irgendwo brennt. Wenn ich das hier so an den Steinen baue, dann sollte das Feuer gar nicht überspringen. Hoffe ich. Mache ich das so. Dann nehmen wir einfach da die Tür rein und bauen hier jetzt erstmal ein Häuschen und überdachen das ganze Ding. Okay, let's go. Ja, ich weiß, Philipp, aber alles gut. Danke für die Tipps, aber ich weiß schon Bescheid. Wer ist daran gestorben? Raids. Einfach zurückspulen sonst. Den Raid haben wir gestern geschafft, Blackbird. Den Raid haben wir noch geschafft von gestern. Ein anderer hat uns getötet. Das ist ja das Interessante. Der Raid, der gestern ankam, den haben wir noch besiegt gehabt. Aber der nächste hat uns dann doch seinen Tribut gefordert. Der Cliffhanger-Raid wurde überlebt. Und zwar ziemlich spannend sogar. Wasserversorgung werden wir hier finden. Im Regenwald wird es überall Wasser geben. Zurückspringen geht nur im Wort. Nee. Zurückspringen kannst du auch während es läuft. Also du kannst während es läuft direkt ins Wort springen und das wird aufgezeichnet. Das funktioniert. Also du kannst jetzt schon in das Video. Der Bot fällt auch Bäume, aber nur wenn der einen Bauauftrag hat fürs Dach. Nur dann. So, dann bauen wir auch direkt mal Hygiene. Also Wasser haben wir hier oben. Das ist schon mal gut. Da. Dacheinsturz. Nö. Dacheinsturz kommt ja nur, also die bauen nirgendwo, wo das Dach einstürzen würde. So, Wasser haben wir. Ich sollte hier definitiv auch schon mal eine Fackel reinsetzen. Machen wir hier oben mal Licht rein. Damit ich auch hier besser arbeiten kann. Strom haben wir sowieso noch nicht. Er hat gebotscht. Oder sie hat gebotscht, die Natascha. Dann gibt es eine Toilette. Komm da hin. Okay. Dann gibt es auch direkt schon einen Stock. Das ist das Coole natürlich, wenn du im Regenwald oder irgendwo spielst, wo es viel Holz gibt. Du kannst halt am Anfang echt schnell bauen. Weil in dem anderen Ziel, wo wir angefangen haben, gab es halt irgendwie zwei Bäume. Und da musstest du erstmal 1000 Sachen abbauen, um irgendwie nur ansatzweise an, ja, Baumaterialien zu kommen. Aber hier hast du ja den mega großen Vorteil. Du kommst schneller an das Zeug ran. Kannst eine größere Base bauen. So, das ist überdacht. Hier können wir nicht überdachen. Das bedeutet, wir brauchen hier definitiv eine Säule. Dann setzen wir hier einfach mal eine rein. So, dann können wir das Dach zumachen. So, jetzt haben wir hier unser Dach. Das ist unser Haus. Es wird nicht schön sein, aber es ist ein Anfang. Es geht auf jeden Fall, Big Alpha, aber ich weiß gerade gar nicht, wie das mit dem Handy geht. Aber du kannst definitiv, ich glaube, wenn du auf den Namen klickst des Streamers, kommst du in die Videos und dann kannst du es dir angucken. Also man kann zurückspulen, aber ist ja auch nicht so wild. War auf jeden Fall, einen Run haben wir, den Raid von gestern haben wir überlebt, aber ein anderer hat dann doch uns dahin gerafft. So. Einen Tisch bauen wir direkt mal. Ein Bett setzen wir auch mal irgendwo. Ich habe viel zu viel Platz, ich weiß gar nicht, was ich alles machen soll. Und dann bauen wir hier direkt... Oh, komm, bau dir wenigstens das Bett nochmal auf. Wobei, mach du das mal nicht. Lass das den Roboter machen, der kann das besser bauen als du. So. Sogar ein gutes geworden. Ab ins Bettchen. Und während du ins Bettchen gehst, baut der Roboter hier einen vernünftigen schönen Stuhl hin. Der Roboter schleppt weiterhin Sachen nach oben. Regale, ja, ich muss ein bisschen Holz besorgen, dann können wir auch Regale machen. Und auch Holzboden möchte ich dann verlegen. Und dann fangen wir an, hier eine Base zu planen und zu bauen. Aber machen wir langsam. Diesmal versuche ich, eine schönere Bude zu machen. Das ist gar nicht so kompliziert. Also dauert ein bisschen, das vielleicht zu lernen, alle Griffe. Aber eigentlich, das geht so über dann. 100% Pollution zu spielen oder Population? Master of the Unicorn. Okay, so, wir besorgen jetzt noch mehr Holz. Essen brauchen wir, haben wir. Wir haben ja Essen, ich vergesse das immer, was wir zu Beginn Essen haben. Sofort vorspulen? Nee, das geht nicht. Du meinst Pollution, Solop. Ja, nee, habe ich noch nicht gemacht. Dass mir der Fackel nicht zu warm ist, ist schon ziemlich warm drin, aber ich mache da gleich Kühler rein.
Wie lange muss der Vampir schlafen? Boah. Ganz normal, glaube ich. Wir müssen da gucken, dass wir wieder Death Rest und sowas erforschen. Aber es sollte schnell gehen. Wir haben ja wieder super hohen Intellektwert mit 18. Okay. Gut. So. Was ist mit den restlichen Sachen? Kann ich die mal reinholen? Alter, meine die Sachen gehen kaputt. Meine Blutpacks. Und mal alles rein. Was ist denn los mit dem Roboter? Warum sind die denn so langsam? Matteo sagt, er macht die heute easy fertig. Bitte lass ihm keine Chance. Okay, ich bin gespannt. So, okay. Let's go, let's go, let's go. Okay. So, wie baue ich das denn am besten? Aus Holz habe ich ein bisschen Angst, dass wir dann beim ersten Sturm alles abgefackelt wird. Ich würde sehr, sehr gerne auf Steine gehen. Früh auf Steine gehen. Ich habe hier sehr viel Marmor und ich habe sehr viel Sandstein rumliegen. Beides nicht das Beste zum Bauen. Und ich glaube, ich mache das auch sofort. Ich glaube, ich fange als allererstes an, Steine zu kloppen, wie ein Verrückter. Und baue das unten aus Steinen auf. Weil aus Holz im Urwald zu bauen, das mache ich nicht. Das macht keinen Sinn. Dann bin ich nur am Sachen löschen. Das tue ich mir nicht an, Chat. Deswegen bauen wir als allererstes den Tisch und fangen an, Steine zu kloppen. Und ich mache dann hier auch mal eine Zone hin, wo wir auch mal das ganze Chunk hintragen. Dann können sie anfangen, hier mal das Zeug dahin zu bringen. Die Mahlzeiten, die werden draußen nicht schlecht, das passt. Was spricht gegen Sandstein? Ja, Sandstein geht halt schnell kaputt. Aber ist okay, nehmen wir jetzt. Also Sandstein hat nicht so viel Gesundheit, HP, wie auch immer, Schaden wie Granit zum Beispiel. Heute Forts gegen Matteo? Ja, das ist richtig. In einer halben Stunde spielen wir Forts gegen Matteo. Stone Cut, machen wir auf 1. Was hast du jetzt vor? Harvesting Trees, mach Steine, let's go. Okay, aua. Steine machen. Mauer aufbauen. Fallen aufbauen. Fallen können wiederum aus Holz gebaut werden. Davon haben wir dann genug. Schnell einen zweiten Charakter besorgen. Death Rest erforschen. Raumschirm machen. Warum sind die denn... Ach ja, der Roboter langweilt sich. Dann fange ich schon mal an, hier aus Sandstein zu bauen, damit er sich nämlich nicht langweilt. Jetzt habe ich wahrscheinlich ein Problem. Darauf kann ich definitiv keinen Sandstein bauen, oder? Nee. Scheiße. Das ist unangenehm hier. Dieser blöde Sumpf ist hier ein bisschen nervig. Okay, wie mache ich das denn am besten? Ich muss irgendwie so bauen. Das ist ein bisschen doof, aber... Oder ich baue die Brücken. Ja, ich kann natürlich die Brücken bauen. Kann natürlich die Brücken bauen, aber dies kostet natürlich super viel. Das kostet uns einfach mal 200 Sandstein, hier Brücken draufzusetzen. Gut, machen wir. Man macht dann so richtig langen Feingang? Aber richtig viele Steine. Wollen wir mal 600 Steine oder sowas. Das macht gar keinen Sinn, was ich hier mache, aber ich mache es trotzdem. Sinn ist nicht so wichtig. Kann man den Sumpfding als Feingang einbauen? Ja, könnte man bestimmt. Brauchst du einen Mac Recharger? Ja, ich brauche noch super viel. Und Strom und alles Mögliche. Uns fehlt dann ganz viel. Ich versuche mal schnell die Steine durchzuziehen. Und hoffe, dass sie dann die Brücken schnell aufbauen. Wobei das vielleicht lange dauern wird. Ja, ist, okay, egal. Machen wir jetzt einfach. Machen wir jetzt einfach. Ziehen wir jetzt durch. Am Anfang haben wir noch gute Laune. Es kostet wieder viel Zeit, das ist richtig. Aber, was soll's. No risk, no fun. Oder wie heißt das so schön? Das wird der Run. Und ich habe auch voll Bock, hier eine geile Base zu bauen.
eine hübsche Base zu bauen. Und wir werden auch in den Berg reingehen, aber dafür brauchen wir definitiv Kampfroboter. Audi, hallo, hallo. Okay. Machen wir hier noch ein bisschen Marmor. Wobei mir Sandstein lieber wäre. Mit deinem Construct kannst du den Strom nicht selber bauen. Das ist richtig. Das ist richtig. Was machst du denn jetzt hier? Mach das, Hachi. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ein, zwei Pfeile vor die Tür. Ich hoffe, dass ich den ersten Raid abwehren kann. Der erste Raid ist meist nicht so groß. Ich habe Roboter, die schießen können. Ich kann den Nahkampf. Ich habe noch Blut. Das wird, glaube ich, okay sein. Nimm mal das Holz mit nach oben. Wie hast du schon einen Roboter? Das ist das Szenario, über dem du spielst. Was ist denn dein neues Lieblingsfeature aus dem DLC? Ich habe doch gar nicht so viele gesehen. Aber ich mag einfach alles daran bisher. Warum ist der Sandstein lieber als Marmor? Weil ich den Marmor lieber für schöne Möbel benutzen möchte, weil Marmor einfach hübscher ist im Innenbereich. Deswegen will ich lieber die hässlichen Sandstein für außerhalb benutzen und für innen Marmor. Wird wahrscheinlich wieder ewig dauern, bis die ganzen guten Mods geupdatet sind. Sind doch schon geupdatet, die ganzen guten Mods. Also, zumindest die, mit denen ich immer spiele, sind gefühlt schon alle geupdatet. Ich vermisse gerade gar nicht so sehr irgendwelche Mods, muss ich sagen. Ihr wollt wahrscheinlich, also ihr euch geht es wahrscheinlich eher so um Content verändernde Mods, aber so die Quality of Life Mods sind ja eigentlich alle schon wieder da. Ja, Strom ist ein bisschen nervig natürlich. Wobei, ich gehe jetzt auf einen Wood-Generator, oder? Ja. Können wir später immer noch anders bauen, aber ich glaube, ich gehe jetzt auf einen Wood-Generator. Und bis wir dann genug haben. Wir bauen jetzt daraus. Wir holen uns jetzt hier so ein bisschen Strom. Ich habe Fallout Tool gewartet. Gibt's ja seit heute, genau. Und dann versuche ich noch ein bisschen zu minen. Die Roboter unten bauen. Was ist am Tundra-Run geworden? Wir wurden von Schweinemenschen aufgefressen. Lebendig aufgefressen. So, ja. Construction Skill too low. Muss ich auf den Roboter warten. So, ich hoffe, dass das Mining jetzt ein bisschen schneller geht. Mining 2, eine Flamme. Komm, level die mal schneller hoch. Warte. Wobei, ich habe eigentlich fast genug Stahl sogar. Der Roboter muss das nur aufbauen. Spiele noch auf 1.3, bis das DLC da ist. Was meinst du damit? Das DLC ist doch da. Das Einzige, was mir wirklich fehlt, Quality Colors. Quality Colors ist cool, ja. Die Toiletten und sowas ist eine Mod. Hallo, Elonis. Hallo, Elonis. Hallo, hallo, hallo. Okay. Ah, verstehe, Hachi, okay. Verstehe, verstehe. Ja, wenn du es dir holst, dann Feuer frei. Kann man den Robotern nicht aktiv Befehle geben? Nee. Ja, die Schweinemenschen, mit denen werde ich nicht keine Freunde werden, glaube ich, ey. Die machen mich ein bisschen fertig. So, warte mal, ich brauche dich gleich mal, Roboter. Ich pausiere das mal hier. Also mal oben den Generator hier aufbauen. Reicht mir einer? Ich glaube fast ja. Weil dann brauche ich als nächstes eine Lademaschine. Wisst ihr was? Ich baue jetzt auch direkt eine Roboter-Produktionsmaschine da unten hin. Können wir später immer noch abtrennen und anders hinbauen und dann baue ich weitere Roboter. Und gucke, ob das auch funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Wo stelle ich denn die dann hin? Die sollen vorne geladen werden. Und dann ich brauche auf jeden Fall einen zweiten. Und dann kriegen die von mir einen Mac Recharger hier drüber. So, Fisa, vielen lieben Dank für den dritten Monat. Das lieb von dir, vielen, vielen lieben Dank. Okay. So, dann baut man mal hier alles fertig. Und dann baue ich direkt weitere Roboter. Was ist denn hier mit der Wildkatze? Die macht mir ein bisschen Angst. Tipps, wie meine Ideologie verbreite, wenn ich noch keine Rolle verteilen kann. Feste. Leute einsperren. Okay. So, da Strom ist drin, wie es aussieht. Power haben wir. Oh, das kann ich sogar selbst aufbauen. Dann baue ich jetzt direkt weitere Roboter. Ich baue noch zwei Construction-Roboter. Wobei, ich will auch einen Farm-Roboter haben. Ein paar Lebensmittel anpflanzen, wäre nicht verkehrt. Vielleicht auch früher auf Devil's Strand gehen. Weil ich muss auf meinen Koloniewert aufpassen. Muss ein bisschen vorsichtig sein. Ich vergesse immer, dass wir nicht mehr mit Sarah Spacer spielen. Sondern mit Randy Random. War Merchants kommen vorbei. Das ist in Ordnung. Die beschützen mich ein bisschen.
Doch wieder Natascha? So sieht's aus. Okay. So, dann ist das jetzt auch fertig. Dann können die sich jetzt selbst schon mal rechargen. Das braucht 200 Watt. Das produziert 1000 Watt. Ey, mir reicht eigentlich auch echt eins. Ich brauche trotzdem beide auf, was soll's. So, hier unten habe ich gar nicht genug Licht. Ich sollte hier zumindest mal nochmal eine Lampe aufstellen. Stellen wir einfach erstmal eine so hin. So, später können wir es immer noch alles schön machen. Das ist gerade nicht die höchste Prio. So, Licht steht. Wunderschöne Lampe. Wir machen weiter Steine. Perfekt. Und gleich bauen wir nochmal... Wenn ich zwei Bauroboter habe, kriege ich unten die Brücke viel schneller fertig gebaut. Und auch die Killbox dementsprechend. Auch die Fallen aus Holz und Stein und sowas. Dann kann ich mich anderen Dingen widmen. Dem Bergbau. Die Frage ist, wann wir anfangen, in den Berg zu gehen. Wann wir uns trauen, gegen die Insekten zu kämpfen. Okay. Roboter. Ich mache als allererstes noch einen Construction-Roboter und dann baue ich einen Farm-Roboter. Not assigned to smithing. Ja, komm, ich stelle dich mal hier auf 4. So, dann machen wir uns mal einen Roboter. So, jetzt brauche ich noch einen zweiten Kampfroboter, Arbeitsroboter, damit ich unten die Brücke fertiggestellt bekomme. So, jetzt kannst du hier runter. So, der wird produziert. In 2,5 Tagen. Ich werde auch einen Kampfroboter bauen. Ja, das weiß ich gar nicht, chemisches Objekt. Ich habe Angst vor Insekten, die haben mein letztes Run gerippt. Insekten sind auf jeden Fall nicht ohne. Aber ich habe irgendwie Bock, eine riesige Bergkolonie zu bauen und Herr der Insekten zu werden. What happened zu Versuch 2? Raids wurden von Raid gefressen. Okay. Diese Frage, was ist mit Versuch 2 passiert? Das ist immer so ein bisschen, wie kann ich das am besten machen? Wie kann ich am besten machen, dass die Leute, dass ich die Frage nicht alle 10 Sekunden wiederholt beantworte? Gibt es da eine Möglichkeit, das irgendwie zu machen? Oh, eine Gasmaske hat mir geschenkt. Weil die Frage wird natürlich jetzt sehr, sehr häufig kommen. Was ist mit Versuch 2 passiert, ist die Frage, die gerade alle 20 Sekunden im Chat auftaucht. Und ich will ungern die ganze Zeit dieselbe Frage beantworten. Wir wurden von Schweinemenschen angegriffen und sind gestorben, wurden gekidnappt. PowerPoint-Präsentation. Den Titel schreiben, aber soll ich den Titel reinschreiben? Das ist viel zu lange, um es reinzuschreiben. Oh Scheiße, ohne Witz, gute Besserung. Alles gut, Nico. Dich trifft ja nicht die Schuld. Okay, der Raid kommt. Das ist der erste Raid. Alter! Schon wieder ein Schweinemensch! Mit einer Rüstung und einer Uzi. Willst du mich verarschen? Und 16 Shooting. Holy shit. Scheiße, warte mal. Komm hier rein. Jetzt hau mal auf die Fresse! Mann! Alter, wie der aber nicht sterben will! Finally! Meine Güte! Okay. Junge, 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 Junge. Alter Schwede. Okay, okay, okay. Läuft weiter. Ich vermisse das, wobei ich habe zwei Melee-Dings dazu gekriegt, aber ich vermisse einfach, dass ich so stark war mit dem anderen Charakter. So super stark im Nahkampf. Fast jetzt eine Frage gegeben, warum der dritte gerippt ist. Ja, true, true. So, okay. Was essen? Weiterarbeiten. Keine Zeit zu verlieren. Wasch dich. Wann ist das Roboter fertig?
Wie viel habe ich denn? Ich habe auf jeden Fall noch Marmor. Ja, das sollte reichen. Das kriegen wir hin. Der Trageroboter hat gerade nichts zu tun. Bring uns noch mehr von dem Sandstein nach oben. Wird gleich dran gearbeitet. Hinter dir Platz für ein Bett. Also rein mit dem Schweinemenschen in den Knast. Ja, der ist ja tot. Den haben wir ja totgeschlagen. Sonst hätte ich ihn gefangen genommen. Ah, der ist ja tot. Vergiss nicht, die Uzi, die brauchen wir nicht. Ich habe zwei Shooting. Weiß nicht, ob wir die Uzi wirklich brauchen. Ja, vielleicht können die reintragen, aber ich finde die eigentlich nicht so gut. Outgood Traders. Wären die mal ein bisschen vorher gekommen, da hätten sie mich retten können. Na gut, wir kloppen Steine. Wir brauchen die Steine für unten. Könntest du ihn essen und gucken, wonach er schmeckt? Pulled Pork. So. So, Natascha ist wieder gesund. Hat dich eigentlich Narben? Nee, oder? Nein. 1,4 Tage bis zum Roboter. Strom haben wir mehr als genug. Holz dafür hoffentlich auch. Wobei, werden Roboter von Tieren angegriffen? Wenn nein, könntest du bei deiner Mauer nicht eine Schleuse bauen, wo sie raus können und draußen Bärenmedizin ernten? Ja, schon. Das könnte ich machen. Ja. Von Tieren werden sie nicht angegriffen. Außer es sind wilde Tiere, die so ausflippen. Berserker-Tiere. So, traden brauchen wir nicht. Wann ist der Panther? Wo ist der Panther hin? Oh, ist der Panther weg? Nice. Cool. Hunter likes Range Weapon. Du sollst gar nicht hunten. Essen haben wir noch genug. Und wir können das Ganze ja über anpflanzen. Ich baue als nächstes den Dingsroboter. Den Agriculture Roboter. Und der kann uns dann. Der kann uns dann versorgen. Wo sind denn die restlichen Steine? Okay. So, bauen, 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 bauen. Hallo Lebasi, moin, moin. Ninimi, hi. Moin, moin. Warum nimmst du dir nicht die Masterwork Pistol? Achso, das ist die Bio-Code sogar. Ich weiß nicht, ob Nahkampf stärker ist als Fernkampf mit einem Vampir, weil der Vampir die Gegner anspringen kann. Ich glaube, ich trainiere lieber Nahkampf, oder? Oder würdet ihr mit Fernkampf spielen? Ich bin mir echt nicht, ich bin echt nicht sicher, womit ich spielen soll. Ob ich mit zwei Shooting oder lieber in Nahkampf gehen soll. Ich meine, die Masterwork ist wahrscheinlich aktuell besser als der Knüppel, aber so ein bisschen. Wie lange geht denn dein Furzduell gegen Matteo gleich? Weiß ich nicht. Ich denke mal, dass ich Matteo ganz schnell fertig mache und dann ist alles gut. Nahkampf auf Insekten ist besser, ja. Blumen ins Zimmer pflanzen? Ja, ich erinnere mich. Schon wieder alles voll mit Blumen voll machen. Wir haben uns auch ein Geschenk hinterlassen. Wir hinterlassen alle Geschenke gerade. 4 plus Stahl, ja danke. Das ist nicht so viel. Für Fernkampf hast du deine Bots? Ja, ich bin so ein bisschen hergerissen. Wir gucken mal, wir machen es mal situationsabhängig. Wir machen es mal situationsabhängig. Der eine hat eine Kanone drauf, ja, aber der hat echt wundervoll geschossen. JD, hallo. Er braucht den Chat nicht mehr. Was soll das denn heißen, ey? Wenn ich alles befolge, was der Chat mir sagt, dann würden wir ja niemals Tag 10 erreichen. Ist ein Impulsgewehr gut gegen Menschen? Ist in Ordnung. Der Bot hat von 10 Schüssen eingetroffen. Der hat richtig schlecht geschossen. Waste Depot mit Kühlung müssen wir schnellstmöglich machen. Aber ich weiß noch gar nicht, wohin damit. Aber ich habe noch keinen Waste, oder? Noch haben wir keinen Waste. Warum putzt du schon? Mach mal mehr Steine. Ich muss ganz schnell die Feingang fertigstellen. Wenn der Feingang steht, können wir uns anderen Dingen widmen. Okay. Wo bist denn du da oben? Dieser DLC ist eigentlich sehr nah dran, wie ich Rimworld als letztes gespielt hatte. Da gab es auch ein paar Mods, Bots. Ja, ich habe da auch mal schon mal eine Mod gespielt mit Bots. Ich finde das super cool. Ich finde, Roboter gehört halt einfach mega cool dazu. Ich finde, so Roboter in der Rimworld und so finde ich, also, passt einfach. Mega. Okay. So. Oh, er will nicht mehr. Ja, ich sehe schon. No available recharger, weil der sich gerade auflädt. Der Inselrun, ja. Ich habe schon die Lagerzone für Chunks. Aber der Roboter ist einfach leer und kann sie gerade nicht tragen. Ich baue mal selber ein bisschen weiter. Badum, bam, badum, da-dum. Wo läuft er gerade hin? Yo, Flaxi!
Was geht ab, Flax? Wie geht es dir? Oh mein Gott, ich habe mein Construction ist zu low. Kann ich mal weiterbauen? Flax, vielen Dank für 47. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, es geht dir gut. Okay, so, dieser Run wird das jetzt. Hier können wir eine richtig geile Base in den Berg bauen. Auch kreisförmig. Es wird mega cool. Oh mein Gott, es wird mega cool aussehen. Ja, irgendwie schon keine Ideen. Ich finde, das Game ist durch die neuen DLC deutlich anders, zumindest wenn man auf 500% spielt. Ja, aber ist ja schön. Ich mag ja Abwechslung. Basepan, Lanen, gleich RIP. Ah, nee. So, Construction-Roboter ist fertig. So, lass ihn mal raus. Wie viel hat denn der jetzt wenigstens? Jetzt haben wir einen, der bauen kann, okay. Cannot extract. No empty accessible. Warte mal, was fehlt mir dafür? Kommt der jetzt so Kackmüll raus? Scheiße. Wo baue ich das denn jetzt rein? Ich muss irgendwie doch eine Lagerzone kühlen. Kühlen, ich brauche Kühlung. Aber dafür brauche ich auch wiederum Strom. Unangenehm, das Ganze. Das Ganze ist unangenehm. Ich könnte das hier unten erstmal versuchen hinzubauen. Tja. Ja, keine Ahnung. Eine Holzkühlung, ja, die reicht nicht. Eine Holzkühlung macht nur bis maximal 17 Grad, glaube ich. Auch eine richtige Kühlung. Insektenspawn kannst du nicht blockieren. Nee, das geht nicht. Zumindest nicht ohne Mods. Ich baue das mal hier rein. Erstmal. Okay, Pipi Kaka machen. Chat, das wird der Run, okay? Ich werde jetzt richtig ranklotzen. Das wird der Run. Das machen wir richtig, richtig gut. Foxy, hallo? So, das wird der Run. Klar geht das Mauer auf dunkle Stellen. Ja, ja, okay, ja. Aber dann hast du halt keinen Platz. Also du kannst Insektenspawn blockieren, indem du einfach wieder Mauern drauf baust. Indem du es wieder zubaust. Dann gibt es auch keinen Insektenspawn mehr, das ist richtig. Aber dann hast du auch nichts gewonnen, sag ich jetzt mal. So. Oder Türen. Ja, man kann es mit Türen so ein bisschen abusen. Das ist auch richtig. Stimmt. Habt ihr recht. Okay, warte mal. Machen wir das nochmal. Oh, das ist cool. Wir können hier einen Durchbruch machen. Komm her, machen wir da einen Durchbruch. Und dann da einen Durchbruch. Und dann haben wir genug. Ich kann es aus Marmor machen. Marmor haben wir viel mehr. Und dann mache ich Folgendes. Ich baue dann hier eine Marmorwand. Erstmal so. Und baue hier zwei... Nee, nicht da. Ich baue die Kühler hier rein. Und dann mache ich hier zwei Kühler rein. Kriegst natürlich richtig Strom. Boah, dass du so früh so viel Strom brauchst, ist krass. Und auch 5 Construction vor allem. Wie ist das neue DLC? Sehr, sehr gut. Macht unheimlich viel Spaß. Und da müssen wir natürlich noch eine Tür hier oben hinbauen. Da mache ich einfach eine Holztür. Structure. Eine Holztür. Holz besorge ich mal schnell. Ups, nicht ausbuddeln, sondern... Was da ist? Aufzubauen dauert schon wieder so lange. Und in 10 Minuten gibt es erstmal eine Runde Forts. Und dann geht es wieder mit Rimworld weiter. Aber Matteo hat Forts geübt und ich habe gar nicht mehr Forts gespielt, nachdem ich das letzte Mal gegen ihn gewonnen habe. Ich habe keine Ahnung, ob ich eine Chance habe, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, ob ich eine Chance habe. Matteo hat trainiert. Matteo hat trainiert und ich habe nicht trainiert. Was ist Forts? Ah, wirst du gleich sehen. Das ist ein cooles Game. So, kann ich den anderen Roboter jetzt mal holen? Okay. Er baut weiter. Oh, hier wird schon gestunken. Wie ist der Plan für morgen? Im Discord oder unterm Stream findest du den Plan. Ich habe einen Wochenplan gemacht, wie die ganze Woche jetzt aussieht. Sehr viel Rimworld diese Woche. Eigentlich fast täglich Rimworld. Wahrscheinlich nur Donnerstag kein Rimworld, sonst jeden Tag Rimworld. Oder da, danke Luna, Ausrufezeichen Plan. Vielen Dank, dass du das noch vorhin wieder hochgeladen hast. Ganz lieb von dir. Diese Woche auf jeden Fall viele, viele Streams. Ich bin super hooked, ich habe mega Bock auf Rimworld, ich habe mega Bock auf diesen Run. Ich habe mega Bock auf das DLC, ich habe Lust, das alles rauszufinden und so. Matti, was geht? So, hier sind wir gleich durch und dann können wir anfangen, die Wände zu ziehen. Ich habe immer noch keinen Feingang, Mann, das ist ein bisschen uncool.
So. Wie lange machst du heute? Bis um 1 oder 2? Bis um 1 oder 2. Also wir werden gleich, wie gesagt, eine Runde fortspielen und dann würde ich gerne weiter Rimworld spielen. Also ich habe Bock. Und ich habe auch diese Nacht ein bisschen länger geschlafen als sonst. Also ich hatte Schlaf gekriegt und so. Okay. Was mache ich mit dir? Können wir die Steine fertig machen? Schafft er das? Oder will er jetzt? Ja, Hygiene und so. So. Okay. Das noch. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Schlaf als ultimativer Cheat? Ja, Mann. Boah, schlafen ist voll geil. Ne, ich hab mir echt mal... Ich hab 7 Stunden gepennt oder so. Ja, mach doch bis 5. Nee, es ist nicht so zielorientiert, die ganze Nacht zu zocken, weil viele Leute ja nicht zugucken können. Viele Leute müssen ja morgen aufstehen und sowas. Es macht nicht so viel Sinn, die ganze Nacht durchzuzocken. Aber so bis um 1, halb 2 oder so können wir heute vielleicht mal. Normalerweise mache ich ja mal bis 12. Aber ich habe heute auch ein bisschen später angefangen. Vielleicht können wir da ein Stündchen länger machen. So, dann haben wir das hier gleich. Und jetzt sollte mal kurz nach oben kommen, es aufbauen. Ferien, ja, sind gerade Herbstferien, stimmt. So, dann mache ich das hier gleich, wenn die beiden stehen. Ich brauche noch ein Stromkabel. Nehmen wir erstmal ein hässliches. Power. So, okay. Krass, es gibt sogar Leute, die müssen arbeiten tagsüber. Ja, oder? Total surreal. Es gibt Leute, die müssen tagsüber arbeiten. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Okay. Wow! Was ist das denn für eine Kampfmaschine, Alter? Ja, ist Code Juice Dependent. Will ich ja auch nicht verscherzen mit dem Imperium. Ist auch nicht verscherzen. Popcack, vielen, vielen lieben Dank für das volle Jahr. Danke für die 12 Monate. Hallo Marik, moin, moin. Ja, den können wir. 13 Construction. Aber er ist Nudist, Jealous, Trigger Happy. Braucht Go Juice. Ich habe keinen Go Juice. Der hat keinen Go Juice dabei. Kann ich nichts mitmachen. Ich lasse ihn einfach sterben und fertig. Und dann essen wir den. Da haben wir die Zeit nicht für, uns mit zu beschäftigen. Icy Wildberry, danke für den 3. Monat. Vielen, vielen Dank. Ich starte 36 den Arbeitstag. Das ist früh. Gibt das etwas, wenn du ihn rettest und freilässt? Ja, gibt ein bisschen Punkte. Wenn ich Blut von ihm hole, hast du nämlich. Und ich habe genug Blut. Es gibt ein bisschen, das Imperium mag mich dann ein bisschen lieber, aber ich habe jetzt keine Lust, mich um ihn zu kümmern. Das kostet zu viel Zeit. Lass uns lieber uns um uns kümmern. So. Okay, jetzt können wir nämlich das hier kühlen. Auf minus 30 Grad. Und jetzt kommt hier nämlich der Müll rein. So, jetzt sollte ich den Müll raushören können. Perfekt. So, der Raum wird jetzt kalt. Oh, eine Hitzewelle setzt ein. Das ist natürlich jetzt ein scheiß Timing, ey. Scheiße. Connex, danke für die 9. Vielen, vielen lieben Dank. Ausziehen, der war schon nackig. Nackischer Nudist. Hey, ich hab grad echt ein bisschen Probleme, muss ich sagen. Schaffe ich noch eine Kühlung zu bauen? Ich hoffe. Ich muss dann dringend oben bauen. Los, Roboter, bau mir meine Kühlung. Kostet mich jetzt alles super viele Komponente. Ne, Komponenten. Wir brauchen noch eine Cleaning Zone. So, das passt. Ja, kalt ist der Raum. Minus 9, okay. Das ist in Ordnung, da ist es kalt genug. Eine neue Zone. Die nennen wir, wie immer, Meister Proper. Boah, ich sehe schon bei Forts. Ey, ich hab schon ein bisschen Angst vor Forts. Ich komme da wieder so ins Schwitzen. Das ist eins der Games. Die machen einen emotional fertig. Das ist so viel Stress. Das erinnert mich echt mega an StarCraft 2. Das ist ja nicht mega in StarCraft 2. So, eine Cleaning-Zone. So, der Start ist gut. Wir müssen jetzt nur noch zusehen, dass wir unten den
den Pfeilgang fertigstellen. Ja, das ist kalt genug. Wie viel Hitze kann ich denn ab? Bis zu 49 Grad. Hast du schon Ranked-Partien gemacht? Nee. Genau, gleich hat Leon auch gesagt, Forza und Cycle 2. Ja, ist krass. Bei welcher Aktion fällt der Müll an? Alles, was mit Robotern zu tun hat. Da fällt der Müll an. Alles, was mit Robotern zu tun hat. So, ich besorge mal Holz, denn wir brauchen Holz für den Strom. Was passiert beim Stromausfall-Event? Ja, dann kann das schon ziemlich warm werden für den Atommüll. Habt ihr ein Cannon Rush-Bild geschickt im Discord? Guckt ihr das an und putzt mal Theo weg. Ey, Rauch schaffen wir nicht mehr. 5 Minuten geht's los. Ich muss improvisieren. Leiche beim Waste. Oh. Ja, die muss weg. Können wir nochmal verbuddeln. Eine Leiche im Keller haben ist immer gut. Danke, Elonis. Mhm. Greifen Feinde auch Roboter an? Ja. So. Okay. Und jetzt muss ich anfangen, hier meine Fallen, meinen Gang zu bauen. Ich habe 264 Sandstein. Fangen wir an. Structure Sandstone. Wir ziehen das hier durch bis nach vorne. Und ziehen das durch bis nach da. So. Die Gegner laufen dann hier rein. Was ist denn besser? Ah, lass ich sie so reinlaufen. Oder lass ich die, jetzt habe ich zu viel gebaut, oder lass ich die hier reinlaufen und mach das ja kaputt. Oder machen wir lieber so. Und lass die hier durch. Jetzt haben wir ein bisschen zu viel hier aufgebaut, aber... Und mach das hier weg. Und lass die hier reingehen. Wahrscheinlich, oder? Und dann mache ich hier zu. Und dann habe ich hier den Feingang. Ich brauche trotzdem irgendwie einen Durchgang in der Mitte. Was ist gestern passiert? Was ist heute passiert? Wir sind heute gestorben. Entführt wurden wir. Jetzt ist Natascha zurück. Im tropischen Regenwald. Ein ziemlich cooler Map. Na komm, ich mache ein bisschen länger. Oder wie lange machen wir heute? Wie lange wollt ihr denn heute? Aber zu lang will ich auch nicht machen, weil die Leute ja auch schlafen gehen. Nee, bis um 3 macht keinen Sinn. Leute, so viele können gar nicht bis 3 zugucken. Nein, nein, nein. Menschen müssen schlafen. Wenn ich jetzt bis morgens um 3 spiele, die Leute müssen früh aufstehen. Dann kann das ja keiner gucken. Das ist ja auch doof für die Leute. Wir machen mal, überlebt der Run bis, okay, weil ihr da seid, bis 1.30 Uhr. So, überlebt dieser Run bis 1.30 Uhr. Komm, kriegt ihr 1,5 Stunden. Let's go. Wette läuft. Unser Run, wir sind alleine. Natascha ist alleine unterwegs. Viel Intellekt, Social, aber sonst kann sie nicht so viel. Das ist unsere kleine Base, die wir hier haben. Ist wahrscheinlich komplett dreckig. Ja, müssen wir sauber machen, glätten, Böden verlegen, wie auch immer. Wir haben uns hier in den Fels begeben. Wir haben angefangen, es ist gerade auch eine Hitzewelle, unseren radioaktiven Abfall zu kühlen. Wir haben unsere Mechanoiden, die hier aufgeladen werden. Strom beziehen wir gerade komplett aus Holzgeneratoren. Holz haben wir nämlich. Und jetzt sind wir gerade dabei, einen Fallengang zu bauen. Denn wenn jetzt ein Raid kommt, können wir sterben. Sunlight, das macht keinen Sinn, Rimworld die ganze Nacht zu spielen. Das macht einfach keinen Sinn, Leute. Es macht gar keinen Sinn, wenn ich jetzt jeden Tag 16 Stunden Rimworld spiele. Wie soll da jemand die Runs verfolgen? Versteht ihr, was ich meine? Das ergibt einfach keinen Sinn. Wirklich nicht. Wenn ich jetzt jeden Tag 16 Stunden Rimworld spiele, dann kann niemand nur ansatzweise überhaupt mitkommen. Dann macht das auch gar keinen Spaß zum Zugucken. Es muss schon vernünftige Zeiten sein, sondern so, dass die Leute auch folgen können. Weil es ist, deswegen, heute machen wir ein bisschen länger. Die Leute können, die früher ins Bett gehen, können ja morgen vielleicht ein bisschen durchseppen im Wort und sich nochmal auf den neuesten Stand bringen, wenn die wollen. Und dann machen wir wieder morgen ganz normal abends ab 19 Uhr. Von 19 Uhr bis um 0 Uhr oder so machen wir wieder unsere 5-6 Stunden. Und das ist eine gute Zeit, die für die meisten funktioniert. Weil diese super langen 24er dauert zu lange. Das ist, also, das macht einfach, das ergibt keinen Sinn für niemanden. Blackbird Explorer, vielen lieben Dank für den 10. Bob, herzlich willkommen, bist du.
Wenn du das machst, müssen das andere auch. Genau, wenn andere so viel streamen, dann muss ich auch so viel streamen. Das ist richtig. Vor allem sollst du ja nicht so schnell die Lust verlieren. Ich seh da keinen Sinn drin, jeden Tag 16 Stunden zu streamen. Also, ich sehe da einfach keinen Sinn drin, ganz ehrlich nicht. Es ist, glaube ich, kontraproduktiv. Einfach kontraproduktiv. Und ich denke mal, die normale Primetime, so wie ich das meistens mache, von 19 bis um 0 Uhr, 19 bis um 0.30 Uhr, maximal bis um 1, also die Zeit, die immer sehr gut funktioniert hat. Und ich glaube, es macht auch weiterhin Sinn, es auch dabei zu belassen. Und davon ab habe ich auch gerne meinen vernünftigen Schlafrhythmus. Ich habe immer gesagt, ich möchte als Streamer nicht jetzt in so einen LAN-Party-Modus verfallen, sondern trotzdem eine, sag ich mal, normale Arbeitszeit haben, um auch tagsüber mal ein paar Sachen zu erledigen. Ich kann das gar nicht. Ich bin zu alt für den Scheiß. Ich kann das nicht jeden Tag einen anderen Schlafrhythmus haben. Ich weiß nicht, wie andere Streamer das machen. Jeden Tag zu einer anderen Zeit aufstehen. Jeden Tag irgendwie. Das ist für mich zu verrückt. Ich habe dann doch ganz gerne so ein bisschen geregelten Rhythmus. So, aber weiter geht's. Ihr setzt weiter auf die Wette. Wir bauen jetzt hier unseren Freiengang. Das kann ich schon mal hier wegmeinen. Willkommen im Schichtdienst. Stelle ich mir unfassbar hart vor. Janis, Schichtdienst. Stelle ich mir super, super hart vor. Immer andere Schlafrhythmen und sowas stelle ich mir unfassbar schwer vor. Stelle ich mir sehr schwer vor. Ist ganz einfach müde schlafen, fit nicht schlafen. Nee. Das ist gar nicht so einfach. Frag mal Radler, wie das geht. Ich glaube auch nicht, dass das für Radler so einfach ist. Raid, oh Scheiße. Oh oh. Oh oh. Ich glaube, die Wette ist jetzt ein bisschen sabotiert. Gut. Schlaf gut, Schulmeister, gute Nacht. Ich möchte anmerken, dass ich schon vorher gegen dich gewettet habe. Sie bereiten sich vor. Ich muss gleich Fallen bauen. Kommen die zu dir, ohne die Map zu verlassen? Was meinst du damit? Komm einfach hier hochgelaufen. Ja. Wir laufen hier durch. Und dann hier hoch. Puh, wie direkt auf Nein gewettet wird, ja. Scheiße, ich kann auch gar nicht bauen, sehe ich gerade. Gott, mein Charakter hat auch kein Construction. Wie ist denn die Wette jetzt gewesen? Die Leute glauben trotzdem noch dran, okay. Puh. Es geht ja in die Hose, glaube ich. Ja, gut. Bleibt nichts anderes übrig. Ich gehe auf jeden Fall auf eine Stahlfalle. Ich baue es mal ein, ich kann ich immer noch umstellen. Versuche ein bisschen Stahl zu besorgen. Eine weitere Falle und hoffe, dass ich schaffe, die aufzubauen. Alter Schwede. 46 Grad auch. Oh nein, dadurch könnte sein, dass sie schneller kommen. Was sind das? Sind das normale Menschen? Ich glaube, das sind Baseliner, ja, normale Menschen. Okay, bau ganz schnell die Falle auf. Oh, schafft er das? Er schafft die Falle nicht aufzubauen. Er soll aufhören aufzuladen. Wir arbeiten. Oh, ich schaffe die Falle, glaube ich, nicht aufzubauen. Die kommen, ich schaffe die nicht aufzubauen. Scheiße. Ach, Mann, ey. Nahkampf oder
Schießen. Das schaffen wir, glaube ich, nicht. Oh Gott, Chat. Wirklich nicht. Mein Construction ist zu low. Wir sind zu langsam im Bauen, leider. Ah, scheiße, scheiße. Sterben wir schon wieder? Oh mein Gott, bitte nicht. Bitte nicht. Wir machen dich fertig. Ja, da kommt ihr. Alle drei. Wir sollen Danke von Matteo sagen, dass du ihn so fertig gemacht hast. Ich bin genauso fertig. Das war spannend. Bis auf Vampir. Ah, es wird hart, wenn die zu dritter sind. Ah, es wird hart. Wir werden angegriffen von Sascha Dino, von Plistik und von Snake Mary. 250k auf deinen Schultern. Oh, oh, oh mein Gott, warum tust du das? Und wahrscheinlich werdet ihr gleich sehen, wie wir wieder einen komplett neuen Run anfangen. Denn ich weiß noch nicht, wie ich diese drei Raider abwehren soll. Denn die kommen mit Pistolen und mit Revolvern. Und wir haben die Fallen, kriegen wir nicht fertiggestellt. Ich versuche hier mit meinen Robotern hier vorne dann irgendwie aufzuhalten und gegen sie zu kämpfen. Wenn wir das schaffen, sie abzuwehren, dann bauen wir hier unseren Fallengang. Und dann will ich später eine riesige Base bauen. Ich habe Bock, mal wieder sowas ganz Großes zu machen. So 100 Kolonisten, Roboter, eine große Bergbase und sowas. Aber bisher scheitert das immer schon an den Anfangszügen. Und wie gesagt, wir spielen auf 500%. Losing is fun, also auch auf der allerschwersten Stufe. Und das merkt man. Die letzten zwei Male wurden wir von Schweinemenschen angegriffen. Oink, oink. Und die haben uns einfach getötet. Ja, wir schaffen nicht, die Base fertig zu bauen. Okay, schade. Na komm her, meine Roboter. Wo kämpfe ich am besten? Ich muss die irgendwie in Nahkampf zerren. Wenn sie hier um die Ecke kommen vielleicht? Warte, kann ich nicht von hinten mit einem da drauf schießen, wenn einer davor läuft? Ich weiß gerade nicht, wie ich mich am besten hinstelle. Wie kann ich die am allerbesten... Also die Fallen kriege ich nicht fertiggestellt. Wie kann ich die am allerbesten in den Kampf locken? Ich muss ja mindestens zwei töten. Ah, den. Und dann stelle ich mich vielleicht dahinter. Und wenn er um die Ecke kommt, schießen wir von da. Ich hoffe, das funktioniert. Unsere Base ist halt noch komplett hässlich. Wir versuchen das schöner zu machen. Und vielen Dank nochmal für die ganzen Follows, Leute. Das ist super, super, super lieb von euch. Okay. So, Sascha Dino kommt. Er kommt, genau, so. Jetzt habe ich den im Nahkampf und schieße mir einen anderen drauf. Ja, toll, es geht doch sofort kaputt. Na, die Roboter sind so schlecht im Schießen, leider. Nein, es darf nicht kaputt gehen. Okay, der ist... Okay. Jetzt macht das kaputt, oder was? Oh mein Gott. Oh Gott, er ist zu intelligent. Er hat es kaputt gemacht und hat sich das so freie Schussfeld geliefert. Werf ihn an. Nein. Oh Gott, mein Roboter. Schieß lieber auf den. Der hat keine Deckung. Schießt auf den. Nice. Jetzt noch den hier. Oh, der ist gefangen. Den können wir gefangen nehmen und dann können wir sein Blut trinken. Er ist aufgestanden. Er läuft weg. Scheiße. Warte mal, ich hau dem lieber. Na, warte mal. Okay, nice. Sieht gut aus. Nice. Oh, let's go. Ein lebendiger Blutbeutel. Nice. Weiblich. 69 Jahre alt. Ah, das hat Matteo vorhin erzählt. Von ihr hat er, glaube ich, geträumt. Das Alter passt auch. 69. E-Mail. Okay, gut. Das ist die Snacky Mary. Snacky Mary. Und hier oben lebt auch noch jemand. Nee, Sascha Dini ist tot. Es lebt noch Snacky Mary. Okay. Snacky Mary, Pyromane, blutdurstig, 10 Crafting. Wow. Also die ist Wimp, die fällt schnell um, wenn sie getroffen wird. Aber, ja, und sie kriegt auch viel Schaden. Aber die ist super gute Crafterin. Ich möchte die Snacky Mary sogar in die Kolonie aufnehmen. Aber erstmal schmeißen wir sie zum Giftmüll. Weil Roboter, das ist so krass, seit dem neuen DLC produzierst du auch Giftmüll. Vor allem durch alles, was Robotertechnik ist. Und Giftmüll, wenn der kaputt geht, dann hast du Pollution und dann wird das, breitet sich das aus. Das heißt, du musst den Giftmüll entlagern, du musst ihn kühlen, bis du später entweder Möglichkeiten hast, ihn ja, zu entsorgen, vernünftig ihn wieder in seine Einzelkomponente zu zersetzen, wie auch immer, oder du verschickst ihn einfach zu anderen. Und dann können ganze Bereiche wie hier verseucht sein. Und dann gibt es immer toxischen Regen und die Insekten verändern sich, die Tierwelt verändert sich und so. Also richtig krass. Rimmelt hat einfach so viel Content gekriegt. Komplett surreal. Okay, ein Gefängnis. Also die Snacky Mary schmeißen wir mal rein. Sleeping Spot, das wird jetzt mal unser kleiner Knast. For Prisoners. So, Snacky Mary, die capturen wir. Das haben die leider kaputt gemacht. Ich muss dringend hier wieder eine Kühlung aufbauen. Die Tür ist noch da. Vielleicht sollte ich die Leichen irgendwo entsorgen. Essen will ich, glaube ich, die Menschen erstmal nicht. Vielleicht schmeiße ich hier die Menschen-Kadaver erstmal hier in die Ecke. Ich will die auch nicht alle verbuddeln, das kostet zu viel Zeit.
Ich mach mal alle Menschenleichen mal da hinten hin. Wir müssen den Roboter auch nochmal reparieren. Bekommen Gegner Schaden durch Giftmüll? Ja, alle bekommen Schaden durch Giftmüll. Warum ist ihr denn im Bonjour-Stream zu hören? Weil Matteo mich geradet hat wahrscheinlich, oder? Das müsste der Grund dafür sein. So. Wahrscheinlich deswegen. Okay, so, Snacky Mary müssen wir tenden. Ich versuche die trotzdem zu überzeugen. Ich mach mal Reduce Resistance, dann holen wir dir mal die Kolonie. Yo, Maiko! Maiko, vielen, vielen Dank für dein Raid. Was geht ab? Hallo, hallo. Bonjour lässt den Stream vom Geradeten noch an. Okay, verstehe, verstehe. Ah, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Yo, Maiko, vielen, vielen, vielen lieben Dank für deinen Raid. Was geht ab, Leute? Moin, moin. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Stream gehabt. Ihr habt bestimmt gerustet, oder? Rust Hardcore PvP, so wie man Maiko kennt. Ich hoffe, ohne Kay. Dadurch hattet ihr auch vielleicht mal eine Chance oder hat Kay mitgespielt. Dann tut's mir leid. Und ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall eine schöne Zeit. Schön, dass ihr da seid. Wir spielen Rimworld. Das habt ihr auch schon mal bestimmt gesehen. Das kennt ihr. Und versuchen jetzt erstmal hier die Roboter zu reparieren. Kann ich die nochmal reparieren? Warte mal. Also Snacky Mary überlebt auf jeden Fall. Ich muss mal einstellen, dass ich mich auch Warden um den Charakter kümmere. Hardcore RP. Du hast RP gespielt? Wirklich? Warst du auf RP-Server unterwegs? Krass. Da. Warte mal. Reparier mal den Roboter. Ich brauche den Roboter nämlich. Das ist der Lifter. Das ist ein Trageroboter und wir haben zwei Bauroboter. Yo, SGBR, vielen lieben Dank für den 6. Das lieb von dir, danke sehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das dein Ernst? Alter, was ist das denn für welche? Ich werde schon wieder angegriffen. Ey, der Run hat gerade angefangen. Wir kriegen so viele Raids rein. Hast du auf YouTube irgendwie ein Let's Play oder so? Ich habe ein Let's Play, das habe ich aber nicht ganz fertig gespielt. Es kommt wieder was Neues. Wenn du Lust hast, kannst du dir den Anfang davon mal anschauen. Aber ja, ich heiße ja EdoP auch auf YouTube. Was sind das für welche? Waster sind das. Oh, da sind welche, die super immun sind und die sind auch gegen, vor allem gegen toxische Sachen immun und sowas. Das sind irgendwelche Leute, die leben in irgendwelchen krassen Welten und die sind auch komplett abhängig von Drogen und wenn sie die nicht bekommen, sterben sie. Aber wir haben wieder einen Raid und die kommen, glaube ich, sofort. Meine Güte, ey. Aber wir machen das so wie eben gerade. Wir kämpfen genau so wieder. Wir wollen es jetzt echt wissen. Soll ich mal noch ein bisschen Blut trinken? Kann ich ein bisschen Blut trinken? Ich trinke noch ein bisschen Blut von der Snacky Mary, damit ich einen größeren Blutpool habe, weil mit Blut kann ich auch bestimmte Fähigkeiten einsetzen. Ich sollte auf jeden Fall auch diesen Stein hier wegtragen. Okay, sie kommen, sie sind fast da. Oh, Chat, ey, das ist aber wild. Normalerweise hast du nicht so viele Raids. Und her, wo ist denn der dritte Roboter? Oh, oh, wo ist denn mein dritter? Hatte ich nicht drei? Da, ah, da ist er. Okay, kommt alle wieder her. Ich muss die auch mal wieder reparieren. Mann, 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 Mann. Okay, du stellst dich wieder dahin. Du dahin. Hä, der will nicht rein. Oh nein, jetzt macht er die Sachen kaputt. Okay. Jetzt, auf da. Nein, nicht kaputt machen. Da ist der. Oh nein, der kann. Jetzt haut gleich Snacky Mary ab. Okay. Hinterher. Achso, habe ich die Leichen drin erlaubt? Hier habe ich Leichen drin erlaubt. Ja, die Leichen sollten raus. Nice. Ich habe seinen Kopf geschossen. Gut, der ist tot. Schnell wieder aufbauen. Ich hoffe, ich habe noch genug Stahl. Hat funktioniert, okay. Es hat funktioniert. Wir leben noch. Alles gut. Puh. Wie konntest du gerade die Gene nachsehen? Du gehst auf den Charakter und dann klickst du auf Bio und dann hast du hier oben die Rasse. Wir sind ja so ein Sengu-Fage oder wie das heißt. Das sind ja diese Vampirartigen. Und wenn du da draufklickst, siehst du hier die ganzen Gene. So, okay. Jetzt bitte mal keinen Raid. Ich würde super gerne unsere Killbox hier unten aufbauen. Aber den Fallengang. Bist du nicht ein ehrenunsterblicher Vampir? Das rettet dich nicht. Raylight, leider nicht. Ich bin zwar unsterblich, also nicht ganz. Ein Vampir hat den Vorteil, dass er nur sterben kann, wenn sein Gehirn zerstört wird. Aber die letzten beiden Male wurde ich einfach niedergeschlagen und entführt. Das ist scheißegal. Dann stirbt man lieber. Und dann hast du echt ein Problem. Also du bist ja nicht so, dass du nicht down gehst oder sowas. Leider Gottes. Das macht dich dann genauso fertig. Könnt ihr mal bitte das aufbauen? Genau, das ist wichtig. Und jetzt wieder runterkühlen, weil der Atommüll in 2 Tagen sonst sich zersetzt. Und dann haben wir richtig Probleme. So, jetzt den Falleingang. Ja, wir müssen dringend den Falleingang bauen. Ich will den Run nicht verlieren. Ich habe mega, mega Bock, einen richtig coolen Run zu bauen. Der Name ist echt passend. Snacky Mary, weil der wird dann an ihr wird gesnackt hier. Aber du brauchst mal wieder ein bisschen mehr Blut.
Ich bin total verzweifelt, weil das Panel hielt und ich dachte, das wären die Mods. Ich habe 2 Tage nur Troubleshooting gemacht und jetzt kann ich endlich das DLC in Ruhe genießen. Oh, das tut mir leid, Lynn. Aber jetzt, wo du es weißt. Let's go. Okay, so, Snacky Mary. Dafür wirst du aber auch hier auch von uns gefüttert und so. Ich spiele jetzt seit 2 Tagen Rimworld. Wie kann man Vampire spielen? Spielst du das neueste DLC, das jetzt rausgekommen ist? Das Biotech-DLC? Also die neueste offizielle Erweiterung? So, okay, Leute. Wir fangen jetzt an, hier unten weiterzubauen. Das muss auf jeden Fall fertiggestellt werden. Und kann ich meine Roboter mal komplett reparieren? Der ist nicht repariert. Mach dir mal, reparier die mal komplett. Wer weiß, ob wir die gleich nochmal brauchen. Wenn noch ein Raid kommen sollte. Als nächstes reparier mal bitte den. Wir müssen sich auch gleich wieder aufladen. Und der ist schon unten, der ist noch voll, okay. Aktuell nur Classic. Ja, das ist in Ordnung. Wenn du ganz frisch drin bist, spiel erstmal Classic und hol dir dann später die DLCs. Man muss nicht sofort alle DLCs haben, weil kann sogar ein bisschen kontraproduktiv sein, weil die DLCs einen schon auch mal überfordern können. Ich würde sagen, wir bauen jetzt trotzdem die nächsten Roboter. Und zwar bauen wir jetzt den Farming-Roboter. Was mich überzeugt, ich kaufe jetzt das DLC. Das DLC ist der Hammer. Also wirklich toll. Wie wird die Global Workspeed eigentlich bestimmt? Es gibt ja viele verschiedene Faktoren. So. Kühlung habe ich eingestellt. Hier sind es jetzt nur noch... Ja, minus 10. Oh, scheiße, für Snacky Mary natürlich doof im Gefängnis, oder? Na gut, ich kann bis zu minus 35 aushalten. Ich brauche mal ein richtiges Gefängnis oder generell mal richtige Räume. Und vor allem brauchen wir auch Strom, dafür brauchen wir Holz. So, ich baue jetzt, ja, lass uns mal ein bisschen Holz besorgen. Damit wir, das ist gerade wichtiger, damit die, unsere Holzgeneratoren laufen. Denn wir haben uns diesmal, normalerweise gehen wir ja oft auf zum Beispiel in ein Geothermalkraftwerk. Oder wir gehen auf Windturbinen oder Solar. Diesmal dadurch, dass wir im Urwald sind, haben wir erstmal als Energiequelle das Holz gewählt, wovon es ja Gott sei Dank genug gibt. Aber über kurz oder lang wollen wir natürlich dann auf andere Energiequellen ausweichen. Wo du nicht ständig dann irgendwie den Wald abholzen musst, sondern wo wir auf die, ja, erneuerbaren Energien setzen, wie hier die Erdwärme oder halt Sonne, Wind und Sterne. Aktuell spiele ich auch ohne Mods oder manche ist es Pflicht? Nein, 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 spiel ruhig, wenn du ganz, ganz, ganz frisch bist, brauchst du auch keine Mods, du kannst auch komplett Vanilla spielen und dann kannst du anfangen in Ruhe, wenn du einen Run mal geschafft hast, in Ruhe dir die Welt der Mods und sowas hinzuzuziehen. Es gibt 1000 Sachen, die auch richtig gut sind, aber wie gesagt, manchmal, wenn es zu überfordernd ist, kann es einem sogar den Spaß rauben. Daher, vielleicht Step by Step dann. Ein DLC nach dem anderen. Construction Board zu lange brauchen zum Bauen, obwohl die Construction 10 haben. Ja, das liegt da dran, guck mal. Das steht hier extra drauf. Die Construction Bots haben 10 Work Skill, aber die haben Construction Speed von 20, damit sie nicht so stark sind. Also Construction Bots sind nur 1/5 so schnell wie ein menschlicher Bauer. Mit 10 Skill, mit 10 Bauskill. So, danke die Bad Kid. Vielen Dank, Leute, für die ganzen Follows. Okay, so, mal ein bisschen sauber machen. Dafür bauen die ganze Nacht durch, ja, ja, klar. Also, und sind keine Kolonisten und so, das ist schon ganz cool. Man kann die auch upgraden später, es gibt noch ganz, ganz, ganz viel. Du kannst hier in diese Richtung ganz viel erforschen. Du kannst sogar später, also viel mehr Mechanoiden bauen. Du kannst einen Saugroboter bauen. Du kannst hier Cypher bauen und Scorcher und Pikeman. Und dann kannst du hier noch irgendwelche Paramedic-Roboter bauen und Fabricar und Diabolus und Centipedes und... Was weiß ich was. Dann kannst du hier noch irgendwelche War Queens bauen und Mechlords und was weiß ich nicht. So insane krasser Scheiß. Habe ich noch nie gesehen. Weil ich bin selber noch komplett am Anfang. Du kannst aber... Oder hier so ein Waste Pack Atomizer. Damit kannst du den Atome loswerden und sowas. Also 1000 Sachen und wir haben halt noch gar nichts. Wir sind einfach nur in diesem komischen Urwald gelandet und versuchen nur zu überleben. Und wir brauchen dringend Blut, weil ohne Blut werden wir sterben. Und was auch ein Problem ist, wir müssen... alle circa 30 Tage uns in einen Sarg legen und so eine, ja, Totenruhe einhalten, um wieder zu Kraft zu kommen, weil uns das sonst zu sehr fordert. Und das bedeutet, wir liegen dann 3 Tage da drin, können gar nichts machen. Daher würde ich gerne die Snacky Mary so schnell wie möglich überzeugen, dass sie dann nach uns Ausschau halten kann. King Cassie. Das DLC ist richtig, richtig krass, ja. Wirklich wunderschön. Ich habe so viel Bock gerade auf Rimworld. Ich habe so viel Bock, so viele tolle Runs zu spielen. Es gibt kein Spiel, was so tolle Geschichten erzählt. Oh, ein zufälliger Wanderer namens Tate Bayashi möchte unserer Kolonie joinen. Kommt aus dem Nichts, nehmen wir auf, oder? Klar, let's go. Oh mein Gott. Er ist 6 Jahre alt. Sie ist 6 Jahre alt. Stand da? Oh. Ich
habe keine Zeit, mich mit Kindern zu beschäftigen. Ich lasse das Kind einfach weiter wandern, oder? Hat trotzdem Blut. Chat, ich weiß, ihr wollt immer, dass ich die Kinder esse, aber ich will keine Kinder essen. Ich bin kein Clown. Ich glaube, ich lasse das Kind einfach weiter wandern. Ey, ich habe keine Zeit, jetzt Babysitter zu sein. Chat, ihr macht mich fertig. Oh, okay, wollt ihr das Kind, dass ich das Kind behalte? Wollt ihr, dass ich versuche, dieses Kind aufzuziehen? Wollt ihr versuchen, dass ich dieses Kind aufziehe? Ja? Ja, nimm es auf. Junges, frisches Blut, let's go. Ja, essen. Das Kind essen. Okay, ich versuche das Kind auch groß zu ziehen. Was für eine Religion hat denn das Kind? Supremacist, da sind wir auch, dann kommen wir zurecht. Okay, ich versuche das Kind groß zu ziehen. Oh Gott. Wer wird denn das Kind? Wer ist denn jetzt unser Kind? Das ist Suki. Suki ist jetzt unser Kind. Scheiße, Mann. Edo, Lopo. Wo sind wir denn? You should give your faction name. Wir sind die Edo, Lopo, Edo, Lopo, Liana. Und wir leben in Edolopolis. Edolopolis. So. Okay. Na gut. Dann probieren wir das jetzt mal. Dann gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. So. Name. Machen wir mal, nicht Nickname, doch, müsste, warte, Wasuki. Warte, dass Wasuki in die Kolonie kommt. Mal gucken, ob wir schaffen, Suki groß zu ziehen. Ich werde mir Mühe geben. Ich hoffe, dass es klappt. Aber, ja, schauen wir mal. Es ist halt ein Kind, was sich verirrt hat. Und wir versuchen einfach, gute Menschen zu sein. Gucken wir, ob wir das so hinbekommen. Wir sollten sie auf jeden Fall irgendwie zumindest mal in der Home Area lassen, dass die nicht zu weit wegläuft. Und dann hoffen wir mal da. Ich weiß gar nicht, wir müssen die, glaube ich, auch ausbilden und sowas. Das bin ich jetzt schon überfordert. Okay, na gut, weiter geht's. Du bist kein guter Mensch, du bist ein Vampir. Ja, nur weil ich Blut von Menschen trinke, heißt das nicht, dass ich schlecht bin, oder? Holz und Ende, aber Schlafplatz am Boden. Ja, 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 das Kind kriegt auch ein richtiges Bett. Hab gar nicht so viel Holz. Okay. So, Suki, was macht ihr denn jetzt? Suki macht jetzt erstmal gerade gar nichts. Die soll einfach nichts tun. Die soll gar nichts machen. So, wir sind gegen Kinderarbeit. Zumindest im jungen Alter. Die kann einfach chillen. So, okay. Das ist egal. Okay. So. Und währenddessen bauen wir ein paar Sachen. Dann lernt die ja gar nichts. Ich weiß das gar nicht. Muss die arbeiten, um was zu lernen? Oh, ist mal voll die Gasmaske angezogen, ey. Recreation im Schedule sorgt, dass sie lernt. Dann kriegt sie ganz viel Recreation im Schedule. So, und dann kriegt sie jetzt von uns hier auch was gebaut. Und zwar kann man, habe ich gesehen, hier auch irgendwelche Spielsachen machen. Eine Toybox. Oh mein Gott, ey, das ist doch schon eine Vollkatastrophe wieder, das alles zu machen. Schläft die schon im richtigen Bett oder braucht sie eine Krippe? Eine Krippe ist für Kinder bis... Steht das da? Ich hoffe, die kann schon richtig, aber ich kann, glaube ich, schon im richtigen Bett schlafen. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich fange jetzt hier an, irgendwie irgendwelche Sachen für Kinder zu bauen. Das war gar nicht meine Intention, Mann. Ich bin ein Vampir. Macht mich fertig, ey. Ich will doch einfach nur... Und währenddessen... Hier kommen Spielsachen für das Kind hin und währenddessen liegt hier ein Gefangener zwischen dem ganzen Giftmüll und wird ausgesaugt. Okay, ey. Das ist ein ziemlich skurriles Bild. Gott, ey, ich wollte, hätte ich das gewusst, hätte ich sie nicht aufgenommen. Ich wollte keine Kinder haben. Ich muss überleben, werde halt wieder geradet, ey. Gott sei Dank haben wir Roboter, die uns helfen. Also. Okay, Ja, die Steine können wir dann mal rausholen. Ja, Suki hat sich irgendwie eine Gasmaske auf angezogen. Ich weiß nicht warum. Erstmal Defense. Ja, ich hoffe, dass die Roboter die Defense aufbauen. Eine Schulbank oder sowas. Ja, ich baue das jetzt gerade alles irgendwie. Wooden Blackboard.
Versuche so ein paar Schulsachen zu bauen. Vielleicht schaffen wir Azuki auszubilden, sodass sie uns später super helfen kann. So ein bisschen wie bei... Wie hieß der Film? War das, ist er Leon der Profi? Mit Natalie Portman? War das Leon der Profi? Wo der sie zu so einer krassen, Ultra-Kampfrobotermaschine ausgebildet hat? Cooler Film eigentlich. Okay. Oh Gott, Snakey Mary hat die Pest gekriegt. Kann ich trotzdem weiter snacken oder ist es nicht so klug? Das Blut eines Pestkranken zu trinken. Oh Gott, kümmere dich mal drum. Versuch dich am Leben zu halten, weil ich das Blut brauche. So, nimm mal ruhig die bessere Medizin. Und jetzt tende mal. Wer ist Hannah? Die habe ich leider nicht gesehen, aber ich habe den Dings mal gesehen. Von Wer ist Hannah habe ich mal, glaube ich, den Trailer gesehen. Okay, wir versuchen mal Suki auszubilden. Vampir sollte immun sein. Ja, das stimmt. Sind wir sogar. Ah, wobei, du kannst auch schlechte Sachen aufbauen. Ist mal was. Okay, wie habe ich jetzt getendet? 10 Quality war... Oh, scheiße, das könnte richtig eng werden, weil Snakey Mary ja so alt ist. Okay, so, wir bauen jetzt hier für das Kind jetzt die Sachen auf. Jetzt haben wir hier so eine wooden Toybox. Mal gucken, was sie dann gleich macht. Warum schläft sie auf dem Boden? Weil das Bett noch nicht fertig geworden ist. Gehst du den Gefangenen ein? Es sind minus 20 Grad, aber es ist okay. Meteorit aus Silber, nice. Aber ein kleiner. Heilende Hände. Oh, ich weiß gar nicht, wie gut die sind. Eine gute Frage. Die wird nicht frieren. Also hier, es ist schon kalt, aber es ist nicht so schlimm. Was machen denn meine Roboter? Die sind wahrscheinlich immer noch hier unten am Bauen. Oh Mann, wir haben immer noch keinen Fallengang. Ist gefährlich, Chat. Sehr, sehr gefährlich. Bald ist unser Roboter hier fertig in einem Tag, der draußen für uns Holz besorgen kann. Der lädt sich gerade auf. Wo ist denn der andere Bauroboter eigentlich? Azuki läuft hier draußen rum. Was macht sie? Nature Running. Okay. Was trainiert sie denn dadurch eigentlich? Und wie kann sie auch was trainieren? Aktuell kann sie ja gar nichts. Ich bin mal gespannt, wie das mit Kindern funktioniert. Ich habe mich bisher noch gar nicht dran getraut, irgendwie jetzt Kinder auszubilden oder sowas. Malaria, nice. Suki und Snakey Mary haben noch Malaria on top gekriegt. Richtig gut. Let's go. Gucken wir mal, wie das gleich so funktioniert. Bei Nietzsche steht mehr. Okay, gucken wir uns gleich mal an. Okay, Chat, das ist ganz schön uncool gerade. Wo ist denn Suki? Die schläft wieder raus auf dem Boden. Man kann jemand das Bett aufbauen? Danke. Puh, scheiße. Okay, komm schnell her. Okay. So, Bedrest auf 1. Schnell tenden. Mann. Aber sollte hoffentlich trotzdem gut funktionieren. Meine Eltern haben das mit Fernseher gemacht. Malaria 19. Unter, wo steht mehr? Childlike Wonder, Wielding Knife. Was ist denn hier alles unter Social? Unter Needs? Woran erkenne ich das denn? Was die noch brauchen, wie ich die ausbilden kann? Learning by doing. Kinder müssen früh lernen, Freude an der Arbeit, die Schlachten kochen zu haben. Ist das wirklich so? Links learning the icons. Learning, ah da. Wants to learn from different activities at different times. Radio talking? Chat with people over the radio. Comms console, oh okay. Ich brauche eine Comms console. Kinder einfach kompliziert, er ist nicht einfach, aber müssen wir lernen. Aber man kann auch Kinder ausschalten. Also wenn jemand sagt, oh Kinder, in so einem Spiel wie RimWorld ist doch nichts für mich. Man kann auch das DLC ohne Kinder spielen, weil es ja wie gesagt sehr umstritten ist, sage ich jetzt mal doch, ob man mit oder ohne Kinder spielen möchte. So. Ich hoffe, dass das jetzt eigentlich klappt hier mit Malaria. Kann sein, dass wir gleich wieder alleine sind, weil beide sterben. Krankheit nerven ganz schön. Und die Medizin ist leider auch alle. Nur noch 6. Und der Roboter, wann ist der fertig? Ich brauche auch Steine, oder? Wir machen gerade unten gar keinen Fortschritt mehr. Lass das Kind vom Chat aufziehen. Oh mein Gott. So. Ja, noch einiges zu bauen. Wir haben keine einzige Falle stehen. Aua.
Das hast du nicht wirklich, Cybertech. Den hast du ja gerade gebracht, den Kommentar. Und nicht verkniffen. So. Ähm, 58, 21, 21, 21, 17. Hm. Ja, ich brauche mehr Roboter, glaube ich. Okay. Warum bringen die da die Steine rein? Warte mal, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich sollte mal hier nochmal Chunks ausmachen. Da soll eine Waste rein. Genau, so passt das. Holzfäller können die Bots die schon machen. Was genau, was meinst du? Oh Gott, hab ich hier oben genug Licht? Ich glaube ja. Hat es einen besonderen Grund, dass der Feingang 2 breit sein muss? Du kannst auch einen breit machen. Warte mal, wo läuft die gerade hin? Sky Dreaming. Nee, das heißt im Bett liegen bleiben. Das ist nicht gut. Ich brauche eine bessere Tent-Quality. Ich bräuchte einfach mal einen Roboter, der tenten kann. Ich habe einen schlechten Arzt. Okay. Nichtsdestotrotz, ich werde gleich sehen, wie der Feingang funktioniert, wenn ich ihn gebaut habe. Ja, das Funkgerät kann ich leider noch gar nicht bauen. Ich habe auch nur noch 8 Mahlzeiten. Oh, scheiße. Ja, wird langsam eng. Wo habe ich denn hier? Hier habe ich überall fruchtbare Erde. Ich lege hier gleich schnell ein Feld an. Und da muss ich auch irgendwie kochen. Okay, ich mache einfach mal ein größeres Feld. Machen wir Reis. Unser Essen. Ja, ich habe 3 Leute. Ich habe gar nicht auf Essen geachtet. Oh mein Gott, Chat, was passiert hier? Wir sind hier sowas von am Sterben. So. Okay. Miner. Okay, yo, Zero. Danke für den 4. Monat. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Das ist lieb von dir. Wann kann man hier wieder tenden? In 8 Stunden. Tent Quality. Ist 50% schon besser gewesen. Okay. Was machst du jetzt? Building Sandstone. Mach mal mehr Steine. Das brauchen wir. Jan, vielen Dank für dein Prime. Herzlich willkommen. Vielen, vielen lieben Dank. So, was ist jetzt passiert? Ah, der Roboter ist fertig. Den müssen wir schnell holen. Okay. Hol den Roboter. Okay, jetzt haben wir noch einen Roboter, der... Wo ist denn der hin? Da. Wir haben jetzt einen Roboter, der jetzt auch Felder macht. Endlich. Das heißt, wir haben jetzt etwas, was hier den Reis anpflanzt und die Felder bestellt. Das hilft uns natürlich, weil wir dadurch an Essen kommen, denn wir haben nur noch 7 Mahlzeiten. Kannst du bitte noch Steine machen? Schon mal neu gestartet. Also hast du einen Bug. Okay. Er kann auch Bäume fällen. Ja, der sollte auch Bäume fällen können. So, hier unten den Feingang zu Ende bauen. Wie macht man das Bedürfnis von Trinken aus? Du gehst einfach unter Options. Mod Options. Dann gehst du auf die Hygiene Mod. Auf die... Wo ist denn die hier? Dubs Hygiene Mod. Und dann machst du hier bei Thirst Need Rate. Machst du auf Cheat. Oh, die steht bei mir sogar noch auf Cheat. Du musst dich auf 100% stellen. Damit sie trinken. Okay. So, die letzten Steine und dann können wir den Feingang anfangen zu bauen. Das dauert leider super ewig. Nächsten Roboter in Auftrag geben. Was für einen brauchen wir denn noch? Was für einen Roboter sollten wir jetzt noch tun? Noch einen solchen Kampfroboter bauen? Ein Grab habe ich hier unten, ja. Sollen wir mal einen Kampfroboter bauen, einen? Heal können wir noch nicht. Wir können bisher einen, der trägt, einen, der baut, einen, der Felder macht und einen, der schießt und kämpft. Ne, ich baue, glaube ich, noch einen Bauroboter. Ich glaube, ich baue noch einen Bauroboter, um einfach den Feingang schnell fertigzustellen unten. Aber wieso wird er noch nicht gebaut? Ich baue mal, weil damit ich den Feingang fertigstellen kann. Das dauert echt lange. So. Wie weit sind die hier unten? Okay, perfekt. Weil mit 3 Robotern kann ich auch Steinfallen vielleicht machen. Weil die Bausachen, vor allem wenn wir die größere Base bauen und sowas, ganz cool. Ich glaube, einer reicht. Weil guck mal, wir haben hier gleich schon das ganze Reisfeld fertig. Also die Farmroboter sind super schnell unterwegs. Und die Bauroboter können auch kämpfen. Aber wir bauen auch gleich noch einen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Quest available. Nee, ich möchte keine Sheep-Sitting machen. So, wie sieht es denn hier aus gesundheitlich? Malaria ist bei 10 Qualities 45. Wie viel hat denn Natascha überhaupt an Medical? Nur 2. Oh mein Gott, ey. Wie sieht es bei Suki aus? 45 Jahre, es wird super, super eng alles. Na, schauen wir mal, ob wir das überleben. Bin mir noch nicht ganz sicher. Aber der Feingang, hier, guck mal. Der Feingang ist zumindest jetzt so weit fertig, dass wir wirklich Fallen bauen können. Habe ich noch Steine über? Ich habe recht viel Marmor. Ich mache zumindest mal ein paar Fallen aus Marmor. Und zwar funktioniert der Feingang folgendermaßen.
Wir gehen mal auf Security. Muss ich mir so dran gewöhnen, dass es ein bisschen anders aussieht. Und machen jetzt hier Marmorfallen. Und zwar laufen die Gegner in die Fallen, wenn ihr die Fallen so baut, dass dazwischen irgendein Objekt ist, wo sie nicht drüber steigen wollen, damit sie in die Fallen gehen. Könnt ihr euch vorstellen, die Fallen sind unsichtbar, verbuddelt und die müssen einen Weg haben, wo sie durch die Fallen gezogen werden. Und da nutze ich meistens einfach einen Zaun, weil der am wenigsten kostet. Und dann baut man einfach so einen Zaun dazwischen. Geht auch daneben, wenn man möchte. So, und danach laufen die da, um nicht über den Zaun zu hüpfen, keinen Hürdenlauf zu machen, laufen die durch die Fallen durch. Vielleicht baue ich das ein bisschen anders, weil ich nicht genau weiß, ob das mit der ersten Falle so funktioniert. Vielleicht baue ich das einfach so. Ich habe ja genug Platz. Poste hier so die Zäune hin. Und danach baut man dazwischen einfach die Fallen. Die dauern ewig. Die Steinfallen dauern einfach 100 Jahre. Aber wir haben ja gleich 3 Bauroboter. Und parallel können wir dann hoffentlich bald Holz machen. Aber dafür haben wir noch ein bisschen zu wenig. So, und dann können wir gleich hier jetzt Holz fällen gehen. Ich hoffe, der macht das auch. Und erst noch mal wenig. Versucht mal die heilende Hand, ob das auch Krankheiten heilt. Ja, gute Idee. Können wir vielleicht einfach mal probieren. Visitors help. Ich glaube, ich möchte keine Visitors jetzt haben. Ich habe sowieso nicht genug Essen. Ich bleibe erstmal bei denen. Boah, es wird echt eng. So, und jetzt bauen die halt diese Fallen. Aber das dauert, die Roboter sind so langsam. Also die Holzfallen und Stahlfallen gehen. Steinfallen dauern ewig. Und vor allem die Bauroboter haben natürlich auch nur eine Arbeitsgeschwindigkeit von 20%. Das heißt, dauert nochmal 5-mal länger. So, ja, wir brauchen noch gleich noch eine weitere Ladestation. Es hat alles sehr, sehr viel Zeug, was wir gerade bauen, brauchen. Kann ich auch gar nicht versetzen, aber ist okay. Wir werden die Base später sowieso ein bisschen anders bauen. Die Lampe kann ich vielleicht einfach ein bisschen anders hinstellen. Und dann kann ich daneben der andere hinbauen. Später können wir noch alles anpassen. Wir wollen ja sowieso eine ganz, ganz, ganz große, schöne Base bauen. Wenn wir so weit kommen, das ist halt sehr, sehr schwer, das DLC. Also irgendwann werden wir definitiv so weit kommen. Ich frage mich, ob wir in diesem Run so weit kommen werden. Aber ich werde mein Bestes geben, dass wir das schaffen. Und wir werden gucken, hoffentlich, dass alle überleben. Das ist auf jeden Fall die Intention. Müsste eigentlich Stahl abbauen. Ich baue mal mehr Stahl ab. Wir gehen halt Risiko ein, dass Insekten spawnen können. Müssen wir schnell wieder zubauen. Warum keine Holzfallen? Weil ich gar kein Holz habe. Ich habe gerade aktuell kein Holz. Jetzt ist hier wieder Holz. Jetzt haben wir Holz. Growth. Was? Oh, Suki ist gerade gewachsen. Suki ist 7 Jahre alt geworden. Oh mein Gott, und jetzt hat sie was? Oh, und ich kann Sachen jetzt auswählen. Suki hat das Alter von 7 erreicht und dadurch hat sie Erfahrung gewonnen. Und jetzt kann ich ihr sagen, was wohl anscheinend ihre Skills werden sollen, oder wie? Suki ist now old enough to do the following work, okay? Choose, also 3 Skills aussuchen für ihre Passion, was sie liebt. Ihr könnt jetzt aussuchen, was sie liebt. Ich glaube, Shooting. Also kriegt sie eine Flamme. Und dann gehen wir auf Mining wahrscheinlich. Und was noch? Oh, und ein Trade. Wie geil ist das denn? Du kannst ja, ist ja krass, wie du die Kinder ausbilden kannst. Schießen. Meinen. Oh, Entschuldigung. Jetzt habe ich vorhin ins Mikrofon gerülpst. Shooting. Mining. Melee. Was meinen wir? Oder kochen? Intellekt brauchen wir, glaube ich, nicht. Kochen. Kochen. Okay, immer kochen. Und jetzt eine Fähigkeit. Nimble. Pessimist. Wow. Chemical interested. Das einzig Gute ist ja eigentlich nur Nimble gefühlt. Oder ich gehe mit Suki in Nahkampf. Nimble und Melee statt schießen. Vielleicht gehe ich Nimble und dann gehe ich mit Suki. Oder Psychic. Ach, ich lasse so. Fortschritt Altes. Ah. Ich glaube, ich gehe dann lieber auf Nahkampf, oder? Nahkampf und Nimble macht dann mehr Sinn. Ja, das macht mehr Sinn. Machen wir so. Und jetzt können wir hier noch was einstellen, oder? Okay. So machen wir das. Ich hoffe, die überlebt das auch sogar. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob die überhaupt Malaria übersteht. Das ist ja die Problematik. 61-60 sieht aber gut aus. Ich glaube, das klappt. Ich glaube, die wird es überleben, wenn ich jetzt noch einmal eine gute 10-Quality bekomme. Aktuell hatte sie eine 10-Quality von 24. Alter, das reicht sogar damit. Ah, ist ganz, ganz groß. Nimble, Melee, Vampir klingt dezent OP. Ja, das wird nice. So, und auf jeden Fall gleich weitere Fallen bauen. Oh, das macht mir ein bisschen Angst, wenn ich da herkomme. Okay. Und dann Stahl abbauen. Was ist denn mit Snacky Mary? Die überlebt das. Sieht gut aus. Oh Gott. Ich habe gar nicht gesehen, dass sie kaputten Rücken hat. Wenig Stahl, wenig Steine, wenig Sachen. Ich probiere es gleich mal mit der Vampirfähigkeit, Malaria zu behandeln. Mal gucken, ob das klappt. So, machen wir ein bisschen Stahl hier.
Wann kannst du wieder getendet werden? In 6 Stunden. Und bei Suki ist es gerade... Boah, es ist ganz, ganz, ganz knapp. Das ist einfach 70 zu 69. Schlaf gut, Luna. Eine wunderschöne gute Nacht wünsche ich dir. Eine wunderschöne gute Nacht. So, wann kann dir denn wieder getendet werden? In 2 Stunden. Probier's gleich einmal, aber es ist leider echt eng. Ich brauche nur einmal eine gute Ten-Quality. Das wäre jetzt schade. Was machst du jetzt hier? Du läufst jetzt hier runter und baust ein bisschen eine Falle rum, oder was? Und das war's? Oh mein Gott. So, ich probier's mal. Kann ich das machen? Cannot use. Also, du musst Tendable Wounds haben. Das zählt nicht für dafür. Oh mein Gott, ich habe keine Medizin mehr. Oh mein Gott, wir haben keine Medizin mehr. Oh mein Gott, okay, das ist natürlich eine Vollkatastrophe. Ich glaube, Suki wird es nicht überleben. Ich versuche nur mal Medizin anzupflanzen, aber wir haben die gesamte Medizin ausgegeben. Wir hatten eben gerade noch 10 Stück. Aber jetzt haben wir... Oder habe ich noch irgendeine im Inventar? Nee. Oh, bitte, bitte, Lucky, 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 Lucky. 30%. Ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, das reicht nicht. 80 zu 78. Es gibt in den Tropen keine Medizin zum Ernten. Das gibt es nur in Templet Forest. Tja, dann wird Suki wahrscheinlich dann doch nicht überleben. Das ist ein bisschen schade. Okay. Die Heilendan habe ich probiert. Das geht leider nicht. Das geht nur bei Schnittverletzungen und sowas. 92, 94. Warte, ich könnte Suki beißen und sie zu Vampir machen. Soll ich Suki beißen und sie zu Vampir machen? Oh, sie ist ausgeflippt. Und buddelt Leichen aus. Das ist aber sehr sympathisch. Ich glaube, sie möchte ein Vampir sein. Okay, wir beißen sie. Ich hoffe, das reicht. Ich probiere es. Ich habe Suki gebissen. Meine Gene wurden implantiert. Sie ist jetzt im Koma für 2 Tage. Und jetzt ist sie auch ein Vampir geworden. Mal gucken, ob sie jetzt überlebt oder nicht überlebt. Eigentlich können sie ja nicht krank werden. Oh Gott, mach keinen Blödsinn. Geht Malaria trotzdem weiter oder nicht? Eigentlich kann sie ja nicht daran sterben. Eigentlich darf sie nicht an Malaria sterben als Vampir. Bin gespannt, was jetzt passiert. Oh Gott, jetzt braucht Suki auch Blut, ey. Ich hoffe, Snacky Mary hat genug Blut für 2. Ich hoffe, Snacky Mary hat genug Blut für 2. Wir müssen Blutpakete schaffen. Dauert 2 Tage, bis sie zu Vampir wird. Oh, scheiße. Ist das wirklich so? Nee. Die ist nur im Koma. Die ist jetzt schon Vampir. Das stimmt nicht. Die ist jetzt schon eins. Das steht da doch schon. Hier. Ja. Sollte eigentlich nicht sterben. Es geht nur Menschenblut, ja. Eigentlich sollte sie nicht sterben. Oh, scheiße. Vampire können nicht älter werden. Oh, mein Gott. Warte mal. Vampire können doch nicht altern. Alter, bleibt jetzt für immer 7 Jahre alt? Ageless. Nee, ab 18 erst. Okay, ab 18 erst. Ab 13 langsam und ab 18 gar nicht mehr. Okay. Gottes Willen, ich dachte, das ist schon wie so ein Zombie-Film. So ein Vampirkind. Das sind immer die schlimmsten. So Vampir-, also Zombie-Kinder oder sowas. Kennt ihr die Szene von... Wie heißt nochmal die Zombie-Serie, die so ein bisschen auf Verarsche gemacht ist? Mit dem Zombie-Gras und sowas. Scheiße, ich hab den Namen vergessen. Da ist am Anfang auch so ein Vampir-Zombie, so ein Zombie-Kind. Oh Gott, so schnelle kleine Zombie-Kinder. Z-Nation, genau, bei Z-Nation. Oh mein Gott, ey. Z-Nation, Z-Nation. So, Malaria Extreme. Was passiert jetzt? 98? 99? Jetzt bin ich mal gespannt. Malaria 100. Und jetzt, was ist jetzt passiert? Jetzt ist Suki tot. Jetzt ist sie im Death Rest. Und was heißt das jetzt für uns? Jetzt muss ich sie irgendwie... Jetzt muss ich ihr Blut geben, um sie zu wecken. Alter, ist das wild, was hier passiert. Aber sie lebt noch. Und irgendwas ist sie sauer geworden. Ein Affe greift uns an.
Okay, mal gucken, ob wir es jetzt wieder... Also ich muss hier einen Sarg packen, glaube ich. Oh nein, der greift echt die Roboter an. Schaffen das die Roboter? Die schießen halt so schlecht. Ah, jetzt haben wir geschafft. Nice. Okay, ich muss da so einen Sarg für Suki, glaube ich, gleich bauen. Ey, da ist das wild. Okay, Snacky Mary ist aber wieder fit. Auch was zu essen. Okay, die ist jetzt auf jeden Fall... Also Suki ist jetzt ein Vampir. Und die ist jetzt Death Resting. Okay, die schläft jetzt. Okay, perfekt. Die wird jetzt überleben. Muss jetzt nur... Die ist jetzt gestorben und jetzt muss ihr Körper sich erholen. Weil solange ihr Gehirn nicht zerstört wird, kann sie nicht sterben. Okay, wilde Geschichte. Sehr, sehr wilde Geschichte. Und was machst du jetzt gerade hier? Okay, oh nein, jetzt hat Suki ein Blutpaket gekriegt. Noch ein Blutpaket. Ich brauche das Blut doch. Meine letzten Blutpakete hat Suki gekriegt. Ich habe nichts mehr zu essen. Oh mein Gott. Ich muss selbst ein bisschen Blut trinken bei Snacky Mary. So, trink mal ein bisschen, danke. Hier, hol mal die Beeren rein. Okay. Junge, 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 Junge. Mal gucken, ob das klappt. So hat Edo einen Kindervampir. Wir mussten das Kind zum Vampir machen, sonst wäre es gestorben. Wir mussten das Kind beißen, um es am Leben zu halten. Das ist ein bisschen moralisch schwere Entscheidung irgendwie. Aber wenn wir Suki nicht gebissen hätten, wäre sie an Malaria gestorben. Wir mussten sie zu einem Vampir machen, damit sie überlebt. Oh. Suki musste gerettet werden. Deswegen ist sie jetzt ein Vampir. Aber dafür stirbt sie nicht. Hat doch Vorteile. Bitte mit Natascha zu Matts Oma. Meinst du, wenn Suki die Mutter von Matt ist? Das wäre ja wild. Okay. Blut von Tieren, das kannst du leider nicht trinken. Nur von Menschen. Die können nur Menschenblut verarbeiten. Okay. So, die sollen mal Death Resten. Wir müssen auch mal. Ich muss bald auch Death Rest machen. Ich muss mal Snacky Mary überzeugen, damit sie in die Kolonie kommt. Oh. Nein, Crisis of Belief. Was hat sie für eine Religion angenommen? Rancher? Hm. Ich muss auf jeden Fall gleich anfangen zu forschen. Parallel muss ich aber trotzdem Verteidigung bauen und ich muss mich um zwei Leute kümmern. Herausfordernd. Ziemlich herausfordernd, das Ganze. Warte mal, vielleicht sollte ich da, wo Licht ist, wo Research war, denn ich baue Research Table einfach mal hier unten hin. Der Roboter ist fertig. Okay, holen wir gleich raus. Was hast du vor hier unten? Oh, jetzt läufst du da unten hin. Na komm, dann hilf mal ein bisschen. Nee, warte mal, nimm mal das Essen mit nach Hause. Ich hatte noch einen Bauroboter gebaut, oder? Ja. Ich sollte mal bauen, ausstellen. Ich mach mal hier mal, und Grow mache ich auch aus. Und Repair mache ich auch aus. Und Plant Cut mache ich auch aus. Ich kümmere mich jetzt um die anderen Dinge. So, hol mal den Roboter raus. Okay, jetzt haben wir drei Bauroboter. Ist es eigentlich sinnvoll, Vampire auch tagsüber schlafen und nachts wach zu setzen? Ja, die sind UV-empfindlich und die gehen nicht gerne raus. Generell ist es schon sinnvoll zu sagen, ich schlafe lieber tagsüber. Ich schlafe tagsüber und gehe nachts raus. Das ist besser für einen Vampir. Ist Matteo eigentlich ein Vampir? Wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Würde passen. Okay. Versuchen wir das Ganze hier mal abzubauen. Hundertprozentig. Safe. Okay. Ich mag auch keine anderen Menschen. Er ist also ein Mechanitor-Vampir. Regler beim Blut nicht runterschrauben. Könnt ihr auch ein bisschen machen. Ja, was ist denn da bei Suki gerade? Bei 40, passt schon. Matteo glitzert in der Sonne über Twilight. Können Vampire auch Kinder kriegen? Ja. Was mache ich denn jetzt hier? Elefant hat sich selbst gezähmt. Der Trollkon, der Elefant. Ah, den kann ich ja hier vorne ein bisschen grasen lassen bei mir, oder? Ich meine, why not? Ich mache mal hier eine Zone. Nenne ich mal Elefant. So. So, dann lasse ich einfach hier vorne mal ein bisschen leben. Elefant zum Kämpfen benutzen. Ja, genau. Das kann man dann ja machen. So, Stahl holen. Ich hoffe, es kommen keine Insekten so früh. Weinig, ey. Ich muss auch gleich researchen. Ich muss ganz schnell auf die auf den Sarg gehen, dass ich im Sarg Deathrest machen kann.
Er hat auch übermenschliche Kräfte, siehe seine Armdrückfähigkeiten. Ja, das stimmt. Matteo, stärkster Armdrücker auf der Welt. In Edofan, genau. Wir zähmen das sich selbst. Ja, manchmal werden die zahm und kommen dann zu einem. Das ist einfach nur Zufall, ein Event. So, wir haben diesmal mehr Fallen als im letzten Run insgesamt schon gefühlt. 7 Fallen. Und Roboter, die bauen. Das ist cool, dass die Roboter das machen. Das heißt, wir können uns hier oben komplett auf das Soziale und auf den Forschungsfortschritt fokussieren. Aber ich würde gerne nochmal in die Stahl komplett abbauen und dann wieder zubauen. So, Suki ist in der Death Rest. Wie lange noch? 100%. Was passiert jetzt? Ah, das kann ich jetzt aufwecken, oder wie? Er liegt noch im Koma. Ne, der ist noch bei 33%. Okay. Ja, die brauchen aber ein bisschen Zeit noch. Matthias fängt in deinem Urlaub wieder mit Remote an. Ja, habe ich gehört. Soll er echt mal machen. Soll er echt mal machen. Ich bin im Ende Dezember, fliege ich in Urlaub und dann soll Matthias mal durchstarten, ey. Wäre mega nice. Ich gucke dann im Urlaub immer, wenn er spielt. So. Bots for the win. Ja, Mann. Die Bots sind die besten. 5,3. Wie Urlaub? Ja, ich mache Urlaub. Ende Dezember. Du kommst doch gerade aus dem Urlaub. Ich bin doch immer im Urlaub. Das ist ja der Vorteil, wenn du Streamer bist. Wenn du nicht arbeitest, ist immer Urlaub. So. Beim Kind Schlafplatz ändern? Ne, er soll erstmal da bleiben. Das ist okay. Alter, wie viel Stahl ist denn hier drin? Ich wollte es ja echt schnell zubauen. Aber 1000 Sachen zum Abbauen. Okay. Vom Death Rest am besten noch Kampfbots. Ja, das wäre ganz cool. Ja, Schlafplatz haben wir da ja. Den Giftmülllager. Mir ist gerade eine Granate in mein Giftmülllager geflogen und meine halbe Base ist versäuft. Was mache ich jetzt? Hey. Den Müll sammeln. So, wir gehen Research auf. Ich gehe auf die Death Rest Geschichten. Und ich will die Kacke wegbringen. Wo bringe ich denn die Kacke hin? Auch da unten hin. Machen wir hier mal Waste rein. Umziehen, ja. Best wieder umziehen. Weinen. Okay. Insekten, ja, die können hier spawnen. Müssen wir wieder zubauen. Gut. Auch ein bisschen mehr Holz. Der Elefant läuft hier rum. So, machen wir hier noch ein bisschen mehr Holz. Hat der Roboter was zu tun? Was sieht der Feingang? Oh mein Gott, der Feingang ist komplett fertig. Wir haben 17 Fallen. Was mache ich denn jetzt mit meinen Robotern? Schlaf gut, Greenie, gute Nacht. Was machen wir denn mit den Robotern? Soll ich mit denen mal Wände glätten oder so? Bisschen Boden glätten? Was zu tun haben? Wahrscheinlich, oder? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt bauen soll als nächstes. Schlafräume bauen. Ich glaube, der Feingang reicht erstmal. Boden bauen. Mehrere Räume bauen. Das ist die Frage. Ey, altern die Kinder wirklich so langsam? Da werden die ja nie erwachsen. Spielzeugkiste hat sogar schon da. Nee, ich habe noch gar keinen Sarg. Die muss ich gleich erforschen. Ja, ich baue gleich das Stahlding zu. Ein Jahr braucht in der Regel ein Jahr. Ist ja krass, ey. So, und das ist auf jeden Fall safe. Im Standard-Setting altern sie viermal so schnell. Okay, perfekt. Kinder altern schneller als normale Zeit. Ja, perfekt. Oh Gott, ich dachte schon. Okay, perfekt. Der ist schon 15 Tage. Okay, die altern doppelt so schnell. Perfekt. Ich hatte ein bisschen Angst, weil das würde sonst ja ewig dauern, bis da wieder 10 Jahre vergehen. Das sind ja Kinder, ganz schön große Bürde, die man dann hat. Okay, Natascha ist ausgeflippt, das ist nicht gut. Kann das Kind Wasser reichen? Vielleicht. Aber wir überzeugen ja Snakey Mary hoffentlich bald. Die gerade stirbt, weil ich hier nichts zu trinken geben kann. Das ist uncool. Ich hätte mal ein richtiges Gefängnis bauen sollen. Oh oh. Nein, Natascha, hör auf auszuflippen.
Schlaf gut, Osiris, eine wunderschöne gute Nacht. Oh oh. Es kann sein, dass jetzt Snakey Mary verdurstet, da haben wir ein Problem. Brunnen, ich glaube aus dem Brunnen trinken, ich müssen den Brunnen Wasser hintragen. Also was ich den bauen müsste, wäre so eine Wassertube hier. Kein Holz, wie kann ich denn die ganze Zeit kein Holz haben? Ist das unser Plant-Roboter? Ja. Dann machen wir aus Marmor. Baut da mal das Ding hin. Aber das ist ein bisschen nervig, dass sie das natürlich jetzt alle immer hier oben daran arbeiten wollen. Das muss ja wieder abbrechen. Ich hoffe, dass der Schlepproboter da das Wasser auch hinbringt. Das wäre sonst echt schade. Bringt er Wasser hin? Ja, bringt Wasser hin. Oh, nice. Okay. Alter Roboter, sehr mega geil. Jetzt trink gefälligst. Perfekt, er trinkt. Okay. Toilette wäre noch gut. Ey, ich muss ein Gefängnis bauen. Lass uns ein Gefängnis bauen. Wie möchtet ihr denn die Base später bauen? Ich habe eine Idee, in welche Richtung ich gehen möchte. Aber wir können erstmal vor allem den Bereich hier nutzen. Habe ich denn gar keine Steine mehr? Denn noch ein bisschen Sandstein. Dann machen wir doch hier mal eine Sandsteinwand vor. Und dann machen wir hier mal ein Gefängnis hin. Einfach in die Wand rein. Und dann buddeln wir da ein bisschen mehr Platz rein. So. Und dann kommt hier eine Tür. Aus Sandstein. Immer Stelle, wo du Stahl abbaust. Nee, das muss ich zubauen. Weil sonst kommen da Insekten. Gibt es eigentlich eine Regel, ab wann Infestation kommen? Also Koloniegröße. Irgendeine gab es, aber die kenne ich gar nicht genau. So, der Roboter muss langsam mal aufgeladen werden. Damit wir Holz machen können. Haben die Max mit der Tasche eigentlich auch einen Nervenzusammenbruch? Nee, die arbeiten sogar, aber kämpfen können die, glaube ich, nicht. Wenn du einen Bauroboter priorisieren möchtest, kannst du ihn kurz im Angriffsmodus setzen und neben dem Bauauftrag setzen. Ach so, okay, ja. Das ist die Dubs. Dubs Hygienemod. Kriebsch. Die Dubs Hygienemod. So. Ja, und dann brauchen wir da gleich auf jeden Fall noch eine Lampe. Ich kann schon mal ein bisschen Power verlegen. Ich verlege hier mal ein bisschen Strom durch die Base, wenn wir eh brauchen. Wie auch immer das später alles aussieht. Okay. Nee, Wasser ist weiterhin eine Mod. Wasser ist nicht Base Game. Das ist die Hygiene-Mod, ja. Ja, Suki ist. Wie lange ist sie noch im Death Rest? 81, bald ist sie durch. In meiner Kolonie ist gerade ein Kind gelandet, dem das rechte Bein fehlt. Oh. Das ist das Kind aus der zweiten Kolonie. Upsi. Komm, wir machen jetzt auch ein schöneres Gefängnis. Dann klappt das hier schon. Ich muss hier nur ein bisschen was abbauen. Machen wir hier ein bisschen Platz rein und dann ist es okay. Vielleicht könnte ich sogar für... Ach, das passt schon mit der Kälte und Wärme. Wobei, ich könnte es direkt richtig machen. Vielleicht auch. Und direkt hier ein Temperaturvent reinmachen. Hätte ich vorher machen sollen. Vielleicht sogar. Oh, die erste Ernte müsste jetzt eigentlich soweit sein. Alter. Hast du das weggegessen? Okay, Natascha ist zurück. Genau, fütter mal kurz bitte. Danke. Ja, wir haben sogar schon ein bisschen Reis. Kann Natascha kochen? Cooking 3. Ich sollte, glaube ich, anfangen zu kochen. Ich sollte keinen rohen Reis verfüttern. Das heißt, dafür bauen wir schon mal einen Electrical Stove. Dafür brauche ich 4. Das kann gleich gemacht werden. Ich setze meine Küche hier oben erstmal hin. Können wir alle später versetzen. So, genau. Baut man dieses Kochding. Oh nein, ich habe hier drin auch Stahl gefunden. Also eigentlich nice, aber ist halt wahrscheinlich in einem Bereich, der dunkel ist. Aber das wird jetzt das Gefängnis. Gottes Willen, jetzt wird das Gefängnis ja doch nochmal recht groß. Suki kann dann kochen, ja. So, das könnt ihr mal rausbringen. Das ist echt eine richtige Luxuszelle, was zur Hölle. Später noch mehr abbauen, aber es reicht erstmal. Okay, habe ich das auch als Meister-Propper-Zone schon? Noch nicht ganz. So, da wird es auch nochmal sauber gemacht. Yo, Sneak Walker, vielen, vielen lieben Dank für das volle Jahr. Danke für dein Prime. Oh ja, das wollte ich gar nicht abbauen. So. Kann das sein, dass die neue Ladestation nicht funktioniert?
wollte eigentlich. Okay. Jetzt kommt da nochmal ein Licht rein. Da können wir jetzt eine schöne Wall-Lamp reinmachen. Wir machen ein schönes Gefängnis hier. So, und dann werden wir das Ganze hier jetzt auch nochmal das raustragen. Und nochmal hier schnell glätten. Damit die Wände schön werden. Okay. Ja, stimmt. Suki macht ein Restaurant auf. True. Können in der Zelle auch Insekten spawnen? Nee. Das sollte jetzt passen. So, und dann gibt es auch ein richtiges Bett. Wo ist denn jetzt der Roboter? Der ist jetzt wieder am Felder machen. Okay, perfekt. Das heißt, ich kann jetzt auch ein richtiges Bett hier mal bauen. Oh, Suki ist wieder wach. Let's go. Suki hat es überlebt, Leute. Suki hat das überlebt. Da ist er wieder. Alles gut. Sie ist wieder kerngesund. Jetzt kann sie wieder anfangen, Sachen zu lernen. Oh, da hat sie... Oh Gott, sie hat mit Kreide auf dem Boden gemalt. Ist okay, das ist erlaubt. Kann sie ruhig. Okay, Suki ist wieder da. Wir haben sie zu Vampir gemacht, aber sie überlebt. So, Cooking. Cook simple meals. Do until you have 12. Hier fangen wir an. Mahlzeiten verbieten wir jetzt mal hier. Und machen das erlauben wir hier. Zusammen mit dem Müll werden wir es hier lagern. Das Gefängnis werden wir dafür jetzt beenden. Hier anders machen. Sie hier rüberbringen. For prisoners. So, bringen wir ins Bett. Okay. So, jetzt können wir hier unsere Lebensmittel mit drin lagern. Das sollte passen. Und kochen auf 1 stellen bei Natascha. Sehr hygienisch, ja. Aber so ist das nun mal. Okay. Müll und Mahlzeiten. Chat. Aber wir müssen die Kühlung halt benutzen. Wir haben da die Kühlung. Genau, jetzt kommt das Wasser hier natürlich rübergetragen. Machen wir dahin. Und dann wird auch eine neue Toilette gebaut. Eine Toilette aus Marmor. Haben wir gar nicht mehr. Was haben wir denn noch? Sandstein? Naja, Holz. Das ist halt eine Holztoilette. Okay. Und dann müssen wir wieder... Wo ist denn unser Harvesting-Roboter? Der macht jetzt ganz viel Holz. Anni, hallo, hallo. Moin, moin. Okay. Vielleicht sollte denn der Roboter aufhören, so viele Bäume zu machen. Das reicht jetzt an Bäumen, sondern er soll ernten gehen. Perfekt. Marmorthron, so sieht's aus. So, guck mal, sieht doch schon noch was aus. Und wenn der Boden gleich noch sauber und schön ist, dann haben wir eine gute Zelle. Was mir dann ein bisschen Sorge macht, ist, in einer guten Zelle ist es sehr schwer, jemanden von seiner Religion abzubringen. Aber vielleicht schaffen wir auch das. So, was macht denn jetzt Suki? Suki könnte auch kochen. Ja, mit, wenn sie 13 ist, fangen wir an. Ab 13 darf sie arbeiten. Alter, guck mal, die hat echt überall Sachen auf dem Boden gemacht. Wie cool ist das denn? Oh, mega cool. Das haben die ja voll gut gelöst mit Kindern und so. Mega gut gemacht. Okay, ja, wir müssen auf Suki aufpassen. Wir werden jetzt, wir werden unser Bestes tun. Skydreaming. Lange die Gammelzelle fürs Converten. Ja, könnte man überlegen. Aber erstmal... Oh, Food Poisoning, scheiße. Erstmal wollen wir ja generell... Also erstmal wollen wir ja die Resistance denken. Food Poisoning ist nicht gut. Ich hätte gerne eine saubere Küche. Kann ich hier nicht irgendwie hier einen Bereich reinbauen oder so? Wo eine saubere Küche drin ist? Eine Schulbank für sie bauen. Aber geht das? Ich habe hier eine Kreidetafel. Was ist denn eine Schulbank? Gibt es irgendwas mit School? Ah, da! Da war eine Schulbank. Ah, da! Und vor der Tafel auch noch. Okay. Das ist ja cool gemacht. Yo, Agent, eine wunderschöne gute Nacht. Als Vampir sollte Suki tagsüber schlafen. Der ist auch richtig. Die sollte auch jetzt nachts schlafen. Und die restliche Zeit Recreation. Okay, wo sind denn meine Bauroboter? Reis kommt jetzt auch rein. Wird ein bisschen gekocht. Ist alles vollgekotzt und dreckig. So hat es dann so eine Schulbank. Und wie funktioniert das jetzt? Gucken, dass ich ein bisschen was lernt. Ja, Regale. Ich trenne die Räume gleich voneinander ab. Am Anfang. Ich glaube, diesmal bauen wir nicht sofort schön und rund. Ich glaube, erstmal werden wir versuchen, uns zu etablieren und zu überleben, bevor wir anfangen, schön zu bauen.
Was machen denn? Die Roboter laden sich auf. Aber was machen der Dritte? Ach, schon wieder Food Poisonings. Ah, der ist gerade am Arbeiten. Okay, wir haben alle vergiftet. Tom hat Natascha gekocht und alle vergiftet. Das ist wie im Real Life. Doppelt Food Poisoning, ey. Quest available. Brauchen wir es mal nicht. Okay. Lalalalalalala. So, was macht Suki jetzt? Consuming Simple Meal? Oh Gottes Willen. Liegt das vielleicht aus der Müll die ganze Zeit? Dass unser Meal neben dem Müll liegt? So, Suki auch Food Poisoning. Okay, alle haben jetzt Food Poisoning. Ihr sollt da erstmal die Mahlzeit aufessen, die ich habe. Das Bett von Suki einstellen, oh ja. Muss man bei Suki vielleicht einstellen, dass sie lernen muss? Ich habe das noch nicht gesehen. Work? Ist es Arbeit? Warte, ich stelle mal ein bisschen Anything ein und guck mal, was sie macht bei Anything. Okay. Insane, hallo. Ich sag am liebsten Insane. Hier bist du richtig. Okay. Muss ich irgendwie, keine Ahnung, wie das funktioniert. Lernen ist ja auch entspannend. Ja, komischerweise. Keine Ahnung, warum das jetzt hier nicht funktioniert. Aber gut, schauen wir. Ja, ich wollte eine richtige Küche bauen. Oh, scheiße. Achso, der hat nur noch Food Poisoning. Das ist nicht schlimm. Der liegt nur, der wälzt sich gerade in seiner Kotze. Um das sein eigenes Gebiet zu markieren. Ja, es ist die Food Poisoning. Die liegen jetzt alle in ihrer eigenen Kotze rum. Die sind alle vergiftet. Wird keiner sterben, aber ist unangenehm. Gott sei Dank gefährlich gerichtet. Ja, das stimmt. Krieg ich schon wieder Appetit gerade. Das mache ich manchmal. Ich mache das auch manchmal. Nachdem Natascha gekocht hat. Noch zwei Mahlzeiten. Danach kann ich wieder anfangen zu kochen. Ich hätte gerne einen separaten Bereich, der ein bisschen sauberer ist. Ich schaffe mich hier irgendwie reinzubuddeln und hier einen Bereich zu schaffen, der ein bisschen sauberer ist. Vielleicht komme ich hier rein. Ich brauche nicht viel Platz. Ja, das passt. Das schaffe ich. Und hier können wir deine kleine Küche hinmachen. Perfekt. Perfekt. Ja, ich weiß, der Insektenspawn ist noch offen. Mir fehlen einfach dafür die Steine. Aktuell. Ich hoffe einfach aktuell, dass keine Insekten kommen. So. Steine weg. Und dann kommt hier eine Tür hin. Eine kleine Holztür. Kann ich sogar schon so eine Matte bauen? The Doormat. Kann ich, aber ich habe keine Stoffe dafür. Okay. So, und dann müssen wir den Raum natürlich einmal sauber machen. Wegmeister Proper Area ist drin. Ich muss noch die Wände glätten. Ist geglätteter Fußboden sauberer Fußboden? Oder sollte ich Stahlboden machen? Zweiter Anpflanzroboter, der kommt eigentlich hinterher, der schafft es alleine sogar. Ich könnte mein Feld aber vergrößern. Ja, habe ich mit Natascha. Natascha hat sogar auf Childcare auf 1. Glättet ist sauber, okay. Mach besser Stahlboden, ne, ist die Frage. So, jetzt kann sie wieder anfangen zu kochen. So viel Food Poisoning. Ich weiß nicht, Stahlboden besser oder nicht? Das ist wirklich die Frage, die sich mir stellt. Auch noch ein paar Steine. Ich meine, es gibt ja hier diese unter Floor. Gibt es ja definitiv den Paved Tile. Oder ist es so, oder hier, Wetter, was gibt es noch für einen? Concrete, okay. Was ist denn mit Mosaik? Steht da sogar extra stylish in Bathroom or Kitchens. Machen wir Mosaik. Machen wir Mosaikboden. Und dann kommt auch gleich Licht rein. Da haben wir gleich eine Küche. Da versuche ich mal hoffentlich ein paar saubere Sachen herzustellen.
Stuhlwagen braucht vielleicht einen Stuhl. Oh, was könnte es sein? Brauchst du einen Stuhl? Aber bisher hat sie nichts beigebracht. Lernt sie denn irgendwas gerade? So. Ja, ich weiß, ich kriege gerade alle schlechte Laune. Ist alles sehr, sehr voll gekotzt. Zwei Stühle, warum zwei Stühle? Bis hier beide davor sitzen, ja? Okay. Verstehe. Ja, alles zum Lernen. Okay. So, und dann machen wir gleich hier ein Licht hin. In dem Moment, wo das hier fertig ist. Und dann können wir dann anfangen zu kochen. Ja, Suki flippt gleich. Beide aus dem Environment. Ja, ich muss die Räume schöner machen. Ich weiß, das ist nicht so cool hier alles. Tut mir auch echt leid. Ist alles vollgekotzt. Guck dir das mal an. Ich brauche echt einen Staubsaugerroboter. Das wäre cool, wenn wir den mal hinbekommen. Ich muss mich auch mal hier an dem Blut bedienen. Oh Gott, jetzt kann es nicht mehr laufen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kaum dran getrunken, schon umgekippt. Ja, Staubsaugerroboter wären nice. Chat, warum ist das denn schon wieder 13:30? Wo ist denn die Zeit denn hin? Ist schon wieder verschwunden. Ja, aber das ist immerhin jetzt meine Küche, die nach einer Küche aussieht. Und ich gucke, dass ich trotzdem sauber halte, aber... Natascha hat bei der Arbeit auf die Childcare eingestellt. Aber was heißt denn Childcare? Ist auf Anything eingestellt. Miese Zeit, oder? Diese blöde Zeit immer. So, mach mal hier einmal sauber. Oh, ich muss mal langsam Richtung Death Rest gehen. Und Donnerstag wird Leon blond. Ja, mega cool. Der hat ja schon gesehen. Let's go. Schlaf gut, Morty. Ist eine wunderschöne gute Nacht. So, und jetzt stell die Küche da jetzt rein. Und dann können wir endlich mal anfangen zu kochen. Okay. So, los. Okay, Feuer frei. Ich hoffe, dass jetzt keine Food Poisonings kommen. Das wäre doof, wenn die jetzt kommen. Ich habe jetzt extra eine Küche gebaut. Ist die jetzt... Wie dreckig ist sie denn? Cleanliness clean. Okay. Weil bei den Jobs... Ich habe bei Jobs bei Natascha habe ich eingestellt. Childcare 1. Care for a baby or child in the colony. Wird richtig sein, oder? Max von Warringham, hallo, hallo. Ausrufezeichen Rimworld, da ist ein Clip. Da hat jemand geklippt, ey, mit welchem Mods ich spiele. Das ist ein kurzer Clip. Ich habe noch keine Steam-Library erstellt, weil wir jeden Tag so ein bisschen was Neues dazu reinnehmen, von denen, die jetzt fertig werden. Weiß nicht, warum ich das nicht benutzen kann hier mit ihr. Nicht ganz verstanden bisher, aber werden wir irgendwie auch schon mal rausfinden. Sie setzen sich jetzt ab und zu hin an den Tisch, aber nicht rund um die Uhr. Okay. Werden wir mal verfolgen. Ja, ich muss dringend Deathrest mal erforschen. Notfalls müssen wir im normalen Bett Deathresten. Aber ich komme halt gar nicht hinterher, weil ich jetzt auch kochen muss und so. Vielleicht versuche ich einfach im normalen Bett zu Deathresten. Ich muss aber auf jeden Fall Snacky Mary überzeugen, in die Kolonie zu kommen. Haben wir schon was geschafft. Der Raum ist, glaube ich, sogar jetzt auch ganz hübsch geworden, oder? Na, neutral immerhin. Vielleicht soll ich für die anderen jetzt auch mal Räume bauen. Ich glaube, das wäre sinnvoll. Jetzt lernen sie. Ah ja. Suki hat Mining 1 gekriegt. Nice. Cool. Suki beigebracht, wie man meint. Cool. Mega nice. Gefällt mir richtig gut gemacht. Richtig gut gemacht. Coole Umsetzung. Das heißt, du kannst dann richtig krasse irgendwie Lehrer haben oder so an Schulen und dann kannst du deine Kinder voll ausbilden. So, überzeug mal schnell Snakey Mary. Läuft jetzt hinterher? Ach, die lernt jetzt. Läuft hinterher und guckt sie an, was wir machen. Das ist ja cool. Guck mal, Suki läuft hinterher und guckt sie an, was wir gemacht haben. Das ist ja mega gut gemacht. Guck mal, da schon wieder. Guck zu. Guck mal, warte, lernt sie dann dabei? Ey, das ist ja geil gemacht. Die guckt dann wirklich zu, wie Erwachsene das machen und lernen dabei. Guck mal, jetzt, siehst du? Warte, kriegt ihr dadurch auch Mining?
Ja, krieg ich Mining dadurch. Sie guckt so und lernt dabei, wie man meint. Mega cool. Wie wird man Kannibale? Genau. Deswegen sollte ich Aufgaben machen, wo man was geht. Ich baue jetzt mal Schlafräume für alle. Und dann trenne ich das Lager ab. Wobei, warte mal, wie viel Holz habe ich denn jetzt? Ich habe, glaube ich, genug Holz. Ja, sie freut ja. Ich finde das mega cool. Ich finde das richtig gut gemacht. Aber ich brauche mehr Holz. Ich muss natürlich jetzt auf meine Kinder aufpassen. Mir darf nichts passieren. So, besorgt mal Holz. Vielleicht brauche ich doch noch einen zweiten Holzroboter. Wie viele Cores habe ich noch? 2. Was mache ich denn? Oder baue ich nochmal einen Kampfroboter? Ach komm, ich baue mal einen Kampfroboter. Stell doch Masuki putzen und Mining ein. Ja, eigentlich als Kind. Okay, uns greifen die Affen an. Oh Gott, das sind ganz schön viele Affen. 11 Stück, das wird alle Fallen kaputt machen. Ich habe keine Tür hingebaut. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ja, es kostet uns alle Fallen. Soll ich alle aus Holz wieder aufbauen? Okay. Shankelli, hallo. Ja, wir hatten Gott sei Dank liegen. Ich baue gleich nach dem Kampfroboter baue ich noch einen Harvesting-Roboter. Wir machen jetzt Holzfein. Ich muss vielleicht ein Holzfein researchen, wie man Holzfein baut. So, ich baue hier noch mal ein Zimmer rein. So, das weg. Das weg. Dann baue ich das ein bisschen größer. Okay, das weg, das weg, das weg. Und dann machen wir das Zimmer so. Das ist okay. Ich habe noch irgendwelche Steine. Ich habe auf jeden Fall noch Sandstein. Machen wir Sandstein. Und dann baue ich das Zimmer hier so hin. Und da kann ich auch eine normale Steintür nehmen. Holztür. Und das Ganze gleich mal sauber machen. Meister Proper ist hier groß genug. Lüftung nicht vergessen. Ja, wir können es vielleicht mal anfangen mit Lüftungen. Wette? Ja, zahle ich aus. Glückwunsch an alle Believer. Vorhersage starten. Überlebter Run bis 1.30 Uhr. Ja, das hat er. Aber wollen wir trotzdem noch ein halbes Stündchen machen? Ich habe irgendwie Bock. Auch wenn das schon spät ist, aber gerade habe ich irgendwie Lust. Weil wir ja gerade irgendwie coole neue Sachen entdecken. Ausnahmsweise, ja, halbe Stunde noch erlaubt. Okay. Dann machen wir noch eine halbe Stunde. Morgen machen wir ganz lang. Morgen machen wir schon von... Ich glaube, morgen starte ich um 19 Uhr und dann mache ich morgen von 19 bis 1. Machen wir richtig schön 6 Stunden RimWorld. Nur weil du es bist? Na gut, na gut. So, und dann machen wir jetzt hier noch ein bisschen... wir glätten das Ganze. Ich mache jetzt richtige Zimmer für alle und versuche ein schönes Wohnzimmer zu machen. Einfach, um die Stimmung hochzuheben, weil dieses Ausflippen macht mich fertig. Ich hoffe, dass mit dem Kochen halbwegs klappt. Habe ich überhaupt noch genug Mahlzeiten? Ah, ist okay. So, dann baut das mal schnell fertig. Fallen werden gebaut. Okay, perfekt. Die Fallen sind schon fast fertig. Nice. Das ist sehr, sehr gut. Ich muss halt nur genug Holz besorgen. Dann haben wir gleich nochmal eine größere Ernte. Dann haben wir auch einen Vorrat. Funktioniert gut gerade. Suki langweilt sich, ist nicht so schlimm. So. Du machst Steine. Ihr glättet. Schlaf gut, Mobbin. Eine wunderschöne gute Nacht. Warte, glaubt ihr noch endlich aus. So, machen wir mal hier noch ein bisschen anderes Licht rein. Ja, wir sollten bald auf anderen Strom gehen, außer Holz. Holz kostet mich zu viel Strom. Aber es ist halt schwer, weil hier alles zuwuchert. Ich würde gerne auf Solar gehen. Und was wir machen könnten, wäre definitiv auch mal einen, eine Batterie. Zumindest mal da irgendwie hin. So, machen wir das mal. Yo, Hemlock, vielen lieben Dank für den Raid. Herzlich willkommen, was geht ab? Sollen die Affen in den Kühlschrank? Wahrscheinlich. Sollen wir die schlachten, die Affen? Wahrscheinlich können wir die erlauben, oder? Also wir können vielleicht doch Animal Corps erlauben, wenn die nicht rotten sind. Und dann packen wir die mal in den Kühlschrank rein. Dann können wir die auch mal, wenn wir wollen. Haben wir Fleisch. Wir haben gerade nicht mehr so viele Mahlzeiten. Wird gleich wieder geerntet, aber ja.
Okay, so, dann kommt gleich das nächste Schlafzimmer. Und dann baue ich nach oben hin wieder eins. Dann machen wir so ein bisschen im Halbkreis. Jetzt ist gerade die Base nicht wirklich geplant, sondern entsteht aus dem Moment heraus. Aber ich glaube, das ist in Ordnung. So, das Zimmer bekommt jetzt hier Suki. Kommt da auch ihr Spielzeug rein und so? Jetzt lassen wir es mal so stehen. Ich glaube, das ist sogar, dafür ist sie zu groß schon, oder? Mit 7? Für die Toybox und sowas? Dafür ist sie schon, glaube ich, zu erwachsen. Oder zu alt. Mit dieser Baby-Decoration. Ich glaube, Baby ist bis 7, oder? Decoration for Babies. Baby-Decorations increase the rate at which babies will fill their play need. Okay, dafür ist sie, glaube ich, auch zu alt. Und das ist auch eine Toybox. Toybox can be used to play with babies. Ja, das ist Babys und die ist kein Baby mehr. Ich glaube, bis 7 ist Baby und von 7 bis 13 ist, glaube ich, dann Teenager, wie auch immer die es betiteln wollen. Und dann schaltest du ja alles frei. Babys bis 3 sogar nur. Ah, oh, okay. Ja, ist interessant. Also aktuell ist das für sie gar nicht relevant. Verstehe. Okay. Ja, da muss man gucken, wie die in dem Spiel die Switches haben zwischen den verschiedenen Stufen. Kann der Roboter eigentlich auch mit in eine Falle rein? Ich hoffe nicht, ey. Bis 3 ist also Baby, okay. Verstehe. So, dann glätten wir das hier mal. Und dann haben wir das jetzt Sukis Schlafzimmer. Jetzt bauen wir hier oben gleich das dritte, wenn die damit fertig sind. Und dafür muss ich dann hier auch mich wieder reinbuddeln. Oh, scheiße. Man muss hier den Death Rest machen. In 2 Tagen. Muss ich später echt so eine Schule und sowas bauen. 3 bis, also 0 bis 3, 3 bis 7, 7 bis 10, 10 bis 13 sind die alten Schritte. Okay, krass, spannend. Braucht Suki jetzt noch Blut? Ja. Ja, komm, Suki darf jetzt mal bei Snakey Mary trinken. Wo ist denn sie? So, Suki holt jetzt auch ein bisschen Blut ab. Okay. Und du wirst jetzt auch mal. Ne, du noch nicht. Wie viel Blut hat sie jetzt gekriegt? 24, ja. Vielleicht brauchen wir doch noch mehr Menschen, an denen wir Blut trinken können. So, der Raum ist jetzt auch neutral. Neutral. Die kriegen wir mit Blumen auch schöner, wenn wir wollen. So, das Gefängnis können wir vielleicht da so ein bisschen anders aufstellen. Die Sachen so noch da, noch da. Das wäre vielleicht in die Ecke. Und, Huch, das ist ein Gefängnis weiterhin. So. Vielleicht können wir sogar. Habe ich ein bisschen Marmor irgendwo noch? Da ist Marmor. Holt mal Marmor ran. Der Kampfroboter ist in 19 Stunden fertig. Ich research mal durch. Ich research mal ganz schnell auf Death Rest. Und dann baue ich den nächsten Raum. Weil den könnte ich mir jetzt schon reinbuddeln eigentlich. So, da rein muss ich. Das muss, glaube ich, dann auch hier mit weg. Und dann kommt hier der nächste Raum rein. Consuming Rice. Nee, nee, nee. Koch mal bitte, bevor der den roh isst. Okay. Was geht ab, Hörnchen? Hallo, hallo. Okay. Na komm, dann holt man den Rest rein. Haben wir gleich 8 Mahlzeiten. Ja, die Affen können wir auch gleich mal schlachten, aber es reicht erstmal Mahlzeiten. Habe ich eigentlich einen Esstisch? Da oben ist einer, wo nur einer dran essen kann. Das ist echt weit weg. Okay. Ja, es könnte gleich eng werden mit Death Rest. Aber immerhin, die Fallen unten stehen. Den Kampfroboter checken wir gleich auch aus. Ich muss das hier zubauen. Das mache ich jetzt mal schnell. Ich habe da Sandsteinblöcke. Structure, Sandstone, baut das mal hier zu. Hopp, hopp. Das ist cool. Roboter sind mega nice, ey. Gefällt mir richtig gut. Vor allem, wenn du 3 dann davon hast. Kannst du einfach, während du irgendwie schläfst oder so, wird dann alles erledigt. Next. Roboter sind einfach bessere Menschen. True, true. So, kurz sauber machen. Und jetzt buddel das mal frei. Genau. Denn hier soll jetzt das nächste Zimmer. Da hat jeder gleich sein eigenes Zimmer. Nee, das vielleicht nicht. Sieht doof aus. Warte, wenn ich das jetzt hier so hoch baue. Wird ein bisschen klein. So, Resistance ist gebrochen. Jetzt müssen wir
von der Religion abbringen, konvertieren. Mal gucken, wie lange das dauert. Ob wir das hinbekommen. Baue ich das hier so hoch? Ich weiß nicht, wie ich das bauen soll. Das hier kann man auf jeden Fall hier zumachen. Okay, der Roboter ist fertig. Quest available, Deserteur. Den Deserteur wollen wir nicht annehmen. So, dann lass mal den Kampfroboter raus. Bin sehr gespannt, wer das ist. Der ist unser Kampfroboter. Militor. Der kämpft nur, ja? Okay. Okay, wir haben einen Roboter. Mal gucken, wie gut er kämpfen kann, wenn er mal getestet wird. Das Klo noch einbauen, ja, das machen wir auch noch. Das Zimmer wird mir ein bisschen zu klein. Muss es noch ein bisschen größer machen. Das muss dann doch noch weg. So, die beiden hier. Dann die drei. So, dann machen wir das hier so. Warte mal, stellen wir das Bett hier kurz zur Seite. Die beiden können raus. Und dann machen wir hier aus Sandstein. Machen wir das so groß hier. Machen wir die Tür. Dahin, das ist okay. Und dann glätten wir auch den Rest gleich. Passt. Auf Eskortieren stellen. Achso, es gibt eine eigene Gruppe, meinst du so gesehen? Dass ich machst eine Gruppe. No Max. Das heißt, diesen Roboter kann ich dann in Gruppe 2. Jetzt habe ich zwei Gruppen. Und diese Gruppe kann ich dann auf Eskortieren stellen. Das heißt, diese Gruppe habe ich als Arbeit. Und diese auf Eskortieren. Das heißt, der eskortiert mich und bleibt jetzt bei mir, oder wie? Ja, und der beschützt mich jetzt. Ah, cool. Hey, ja, eine Lüftung habe ich vergessen, natürlich. Können wir da hinsetzen. So. Ein Licht kommt dann gleich direkt dann dahin. So, hier haben wir gleich alles zugebaut. Machen wir es so nochmal. Dann glätten wir. Und dann haben wir gleich die Räume fertig. So, konvertier mal. Wie viel kriegen wir? Lass mal Snake Mary schnell bekommen. Dann kann ich gleich den Death Rest. Oh, krass. Super schnell. Mega gut. Okay, dann Research mal schnell fertig. Knast keine Lüftung ist okay. Können wir später reinstellen. Ist gerade von Temperatur in Ordnung. Ich will jetzt gerade nur den Knast nicht aufreißen. Also gelangweilt sich leider sehr viel. So, das noch und dann haben wir es gleich auch zu. Okay, dann kann man gleich das Bett reinstellen und dann bitte researchen einfach. Muss zwar definitiv bald mal auf irgendwie was anderes gehen, weil die ganze Zeit Holz zu verbrauchen ist gefährlich. Ich glaube, ich mache noch einen... Ich brauche keinen weiteren Anbauroboter. Ich glaube, das lassen wir erstmal. Ich habe schon wieder so viel Müll. Ich habe noch ein einziges Robohirn. Ja, das behalten wir mal lieber. Wer weiß, ob wir es noch brauchen. So, damit haben wir es, glaube ich, erstmal vorne zu. Okay, sehr schön. Magst du die neuen Regale? Ich doch sehr gerne. Muss ja aber erst noch bauen, wir hatten eben keine Ressource dafür. Langeweile ist sehr hilfreich beim Lernen. Ist das so? Wenn die langweilig ist, ist es gut. Conversion, nice. Hey, haben wir es geschafft? Jetzt können wir rekrutieren. Dann haben wir gleich Snakey Mary in der Kolonie. Das ist ja mega cool. Unholy Twitch Nation, let's go. Visitors kommen vorbei. Okay. Kannst du nicht forschen machen? Nee, nee. Intellekt. Wobei, die hat 5 Intellekt. So. Ich muss das kurz zu Ende erforschen hier. Das ziehe ich jetzt kurz durch. So, und dann baue ich jetzt hier mal, wenn das hier fertig ist. Wir kommen hier zu Besuch. Ganz schön große Gruppe. Was geht aus, Chaos? Was geht ab, Chaos Head? Genau, einen Sarg will ich jetzt gleich bauen, aber einen Sarg muss ich kurz erforschen. Wir sind fast durch. 18 Intellekt. Ah, komm, machen wir mal Putz mal weniger jetzt. Wir erforschen. Kann der Roboter aus Suki eskortieren? Nee, weil Suki nicht diese Dings hat.
die nicht steuern kann. Dafür brauchst du Mechlink. Wenn wir später einen Mechlink verbauen können in ihr Gehirn, dann ja. Supreme Party Opportunity. Wir können auf jeden Fall eine Party feiern. Das sollten wir machen, wenn Snacky Mary draußen ist und ist jemand abgestürzt. Okay, warte mal. Es passiert gerade ganz viel. Als erstes machen wir mal die Party-Spots. Wir machen hier draußen einen Party-Spot. Wir machen hier drinnen einen Party-Spot. Und jemand ist abgestürzt. Hier unten. Bautista. Industrious und Fast Learner. Holy shit. Das ist der beste Koch der Welt. 7 Cooking, Industrious, Fast Learner. Den würde ich gerne holen. Der ist richtig stark. Der ist am Arsch der Welt. Am Arsch der Welt. Wollen wir das schaffen? Oh, der ist ein guter Charakter. Brauche noch mehr Blut, ja. Darf ich da hinzukommen? Der gehört zu denen. Mit denen bin ich eigentlich gerade noch befreundet. Aber ich glaube, ich werde ihn trotzdem gefangen nehmen. Warum hast du da keinen Durchgang? Es würde ewig dauern, einen Durchgang zu machen. Zu welcher Religion gehört der? Kollektivisten. So, tende den mal. Und dann nehme ich den gefangen, glaube ich. Mein Roboter ist auch da. Ja, auch wenn sie mich dann hassen, werde ich ihn gefangen nehmen. Capture. So. Pack ihn schnell nach Hause. Dann brauche ich noch weitere Räume. Muss ich mein Wasser irgendwo anders hinstellen? Sind die Roboter von einer Mod? Nee, das ist das neue Rimworld DLC. Wir sind im neuen Rimworld DLC mit Einheiten. Das ist ein großer Bereich davon. Keinen Twitch Names? Doch, habe ich drin. Habe ich drin. Onatel ist es. Du bist Koch und Fast Learner. Was sagt er auch gerade hier? So, warte mal. Überzeug mal schnell mal Snacky Mary, dass sie rauskommt. So. Snakey Mary ist draußen. Was kannst du Gutes beitragen? Pyromane. 10 Crafting, 8 Kunst. Wow. Und auch Intellekt. Ich kann auch helfen. Okay. Snakey Mary, mach auf jeden Fall. Mach auf jeden Fall alles mit Crafting. Kunst. Stonecut kannst du helfen. Andere auch. Und Research. Und Clean. Und Scan. Okay, cooler Charakter. Nice. Passt. Und ein neues Bett brauchen wir. Komm dann dahin. Und ich wollte... Habe ich eigentlich noch ein bisschen Marmor oder so? Kann man mal hier anstellen. Mach mal ein paar Steinblöcke. Wenn Langeweile ist, mach mal Steinblöcke. Ja, ein Fest können wir noch feiern. Machen wir jetzt. Alle zusammen. Wir werden ein paar Laternen in die Luft jagen. Ja, das neue DLC ist gerade erst rausgekommen, Raldoran. Am Freitag. Infektion. Onatel. Oh. Schlaf gut, Vagabunde. Gute Nacht. So, oh, da sind die Laternen weggeflogen. Was ist jetzt passiert? Wo haben die alle... Oh nein, such ja den falschen Glauben. Wasser, das Fest war gut für sie. Sie hatte... richtigen... Oh, beautiful party. Nice. Sehr schön. Und ganz schnell dem Attenten, dass er mir hier nicht stirbt, der Onatel. Scheiße. Keine Medizin. Können wir schon ein bisschen Medizin ernten? Ja. Oh Gott, nein, er soll einfach nicht sterben. Ich habe extra. Bin jetzt extra in den Krieg gezogen gegen die anderen. Wo ist denn der Roboter? Er kommt voll nicht hinterher mit dem Anpflanzen. Plant Cut. Oder Harvest. Kann ich mit Natascha ein bisschen harvesten? Oh, die sind gerade wieder am Trainieren, also am Lernen in der Schule. Okay, Natascha, 6 Social. Also, da trainieren beide. Natascha ist Christian Social und so ist echt cool. Okay, ja, Onatel hätte ich gerne in der Kolonie. Oh, nice. Oh, jetzt kriegen wir hier sogar Medizin. Perfekt. Ich hoffe, das klappt. Oh Gott, das wäre so schade, wenn der es nicht überlebt. Oh, sieht nicht gut aus. 10 Quality 0. Ach nein, ey, verliere ich den jetzt echt? Und dann noch am Torso. Ich kann nicht mal den Arm abschneiden. Oh, bitter. Scheiße, ich muss Blut trinken. Komm her, Snakey Mary. Muss dein Blut trinken. Danke. Und Suki. Sie hat auch kein Blut mehr. Oh, scheiße. Oh, nein. Kein Blut.
Bring mal von dem. Gott, ich habe viel zu wenig Blut. Mach den auch zu Vampiren, kann ich noch nicht. Das kannst du nur alle 1,5 Jahre oder so machen. Also eine Person kannst du alle 1,5 Jahre machen. Weil die Gene erstmal wieder zurückwachsen müssen. Das heißt, du kannst nicht jeden immer ständig zu Vampiren machen. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh nein, ich glaube, das überlebt er nicht. Ich muss jetzt super lucky sein. Wer ist mein bester Arzt? 2. Ja. 2 ist halt echt eine Katastrophe. Come on, 10 Quality 100. Lucky Shot. 41. Puh. Da bin ich mir nicht sicher, ob das funktioniert. Da bin ich mir nicht sicher. Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Schade. Ich hätte gerne... Warte mal, ich könnte den... Sollte den die mal füttern und dir mal Wasser geben und dir mal waschen. Vielleicht hilft das ein bisschen. Nee, das schafft man leider nicht. Der Heilungsskill geht nur auf so offene Wunden und sowas. Zum Vampir machen, wie gesagt, geht noch nicht. Erst im Jahr. Ich hab keine Glitzerweltmedizin oder sowas, oder? Nee, leider nicht. Ein Bot kaputt? Weiß gar nicht, wo sind die denn? Wir sollten eigentlich alle fit sein. Ja, Blut trinken vielleicht nochmal vorher. Also ich muss generell viel Blut trinken. Ich muss mich einmal voll trinken. Boah, kann ich noch nicht. Der hat doch eine infizierte Wunde. Ja, deswegen. Der wird gleich daran sterben, leider Gottes. Das ist ein Problem gerade. 80, 65 wird er nicht überleben. Schade. Ich hätte ihn echt gerne gehabt. Der Onatel. Unten beim Kühlschrank der Roboter. Aber wo? Sehe ich Gott gar keinen. Ich glaube, der ist einfach nur langweilig. Weil die nichts zu tun haben gerade. Nee, Infection Major. Das wird leider nichts. 87, 92. Ja, ich werde ihn gleich kurz vorher leer trinken, glaube ich. Echt nicht so viel. Oh Mann, ich habe nicht genug Blut in der Kolonie. Ich muss irgendwie, ich brauche mehr Menschenblut. Kryokapsel AD. Ich habe gar kein AD in der Nähe. Nee, 92. Also auch wenn ich, glaube ich, mit 100 Latent Quality wird das, glaube ich, nichts. Mizuki kann auch noch nicht verwandeln. Okay, dann trinken wir jetzt. Der wird sich überleben. Trink. Und trink nochmal. Entschuldigung. Aber ich konnte nichts machen. Das tut mir leid. Es war nicht meine Absicht. Aber so ist das manchmal. Leider. So ist das manchmal leider. Okay. Hier noch ein bisschen was abbauen. Muss ein bisschen vorsichtig sein, dass ich zu viel abbaue, sonst stürzt mir alles ein. Party war auch wichtiger. Der hat das so oder so nicht erlebt. Überlebt. Ich hab ja vorher getendet und hab dann die Party gemacht. Das hätte ihm das Leben auch nicht gerettet. Haben wir ein paar Steine gemacht? Wir haben ein bisschen Marmor. Vielleicht mache ich mal ein bisschen Möbel sogar. Hier so. Sowas hier. Aus Marmor. Kostet 30. Okay. Da hat es wieder gelernt. Perfekt. Und ich könnte anfangen, ein paar Regale zu bauen. Ich weiß ja gar nicht, wo ich meinen Lagerraum hinmachen möchte, aber dann mach ich den mal hier so hin erstmal. Können wir später immer noch ändern. Mann! So doof. So, so. So. Die Art und Weise, an das Implantat für den Mechaniter zu kommen, ohne dass man damit startet, ist auch nice. Da sehe ich dich in Episode 4. Ja, let's go. Am besten direkt Food bei den Regalen rausnehmen. Oh, vielleicht das noch nicht? Nee. Food rausnehmen. Kann ich die nicht überall zusammen verlinken irgendwie?
Wieso hier gewachsen? Ist schon 8 Jahre alt jetzt, ja? Das Links-Setting ist nicht Vanilla. So, die sind jetzt, sollten jetzt alle gelinkt sein, oder? Ist das richtig? Ja, ist alle gelinkt. Ja, Suki muss ich auch von der Religion überzeugen. Dafür müsst ihr aber verhaften. Das werde ich, glaube ich, noch nicht gerade. So. Okay, das ist jetzt unser neues Lager. Das ist so ein bisschen hübscher jetzt, oder? Hey, die bringen da Reis rein. Wieso bringen sie denn da Reis rein? Jetzt nicht mehr, okay. So, perfekt. Ja, researchen. Ich muss Death Rest machen. Ich bin schon überfällig. Scheiße. Und trinken. Solange es geht. Können Sie ja von sich gegenseitig trinken? Ja, es geht nicht. So. Ist doch cool aus. Können wir hier gleich noch eine Reihe Regale hinstellen. Okay. Und dann würde ich ganz gerne vielleicht doch noch ein bisschen mehr Holz besorgen. Im Tunnel, deswegen hier die Info. Es ist fast 2. Oh Gott! Warum ist das denn schon fast 2? Okay. Stellen wir das Bett zur Seite. Und dann bauen wir hier gleich das Zimmer so. Und den neuen Brunnen bauen wir nach da oben hin. Okay. So, mach das mal hier fertig. Schlaf gut, Schlafentzug. Eine wunderschöne gute Nacht wünsche ich dir. Schön, dass du da warst. Okay. So, hier oben gibt es noch Wasser. Und bauen wir da nämlich einen neuen Brunnen hin. Und den reiße ich da ab. Und dann werde ich hier auch den Boden mal glätten. Und dann kommt hier gleich das Zimmer rein. Und eine Lüftung habe ich natürlich wieder vergessen. Machen wir nach dahin. Und das Licht machen wir nach dahin. Ja, ja, alles gut, Black Mesa. Ich werde auch gleich um 2 auf Feier machen. Morgen wollen wir mal einen ganz langen Rimmer-Stream morgen Abend. Habe ich richtig Bock drauf. Morgen sollten wir richtig Progress schaffen. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe nicht, dass uns irgendwas Blödes erhascht. Ich sollte auf jeden Fall auf Waffen forschen und stärker werden. Okay, aber sieht doch schon noch was aus. So, den Raum machen wir noch schön. Ich würde gerne noch Death Rest kommen. So lange machen wir noch, bis wir Death Rest haben. Yo, Jeffrey, was geht ab? Hallo, hallo. Okay. So. Ja, die Base ist halt nicht so geplant. Das ist jetzt wirklich einfach gewachsen. Ist nicht perfekt, aber ist jetzt einfach... Ich habe mir diesmal überlegt, hey, come on, wir lassen die Base jetzt einfach so ein bisschen wachsen und planen nicht so groß. Dann schauen wir, dass das so funktioniert. Aber bisher ist es, glaube ich, okay. Es hat noch viel, viel zu tun, aber... So, was haben wir da? Okay, so, und dann bauen wir hier oben. Da sieht in Ordnung aus. Hier können wir ein paar Regale nochmal hinsetzen. Zimmerregale, 2 Kolonisten, finde ich schon gut Progress. Ja, ja, und Suki wird auch bald irgendwann mal die Skills bekommen, ich glaube mit 13 oder sowas. Regale im Kühlschrank für Nahrung, ich glaube, das ist sogar egal. Erstmal. Ich glaube, ich muss noch einen zweiten Roboter bauen, der Sachen macht. Noch einen zweiten. Wie viel habe ich denn jetzt? Wie viele Steine? 150, weil ich könnte jetzt natürlich hier nochmal so... Ups, nochmal Regale bauen.
mit sowas zu tun haben, könnte ich hier nochmal... Wobei, jetzt könnte ich das mal glätten. Oben sind die gleich fertig mit glätten. Dann sollen sie mal diesen Bereich hier auch mal glätten. Mindestens diesen Bereich erstmal schon mal glätten. So. Okay. Death Rest wurde erforscht. Okay, und jetzt bauen wir nämlich für Natascha hier die Death Rest Kapsel rein. Das ist das Ding hier. Den Sarg. Und der Sarg, da könnte ich einen Death Rest Accelerator bauen, dass es schneller geht. So, erstmal den Sarg bauen. Dafür brauchen wir auf jeden Fall Stahl. Gottes Willen, wo laufe ich denn hin, um meinen Stahl abzubauen? Ich muss das ja hier drin abbauen, auch wenn es nicht schön ist, aber... Braucht den Suki auch? Ja, brauchst du auch. Später so ein Ding. So, der Sarg, der steht auch am Strom. Und der gehört Natascha. Ich glaube, da schläft sie jetzt auch drin, oder? Ich glaube, die braucht kein Bett mehr. So. Und dann braucht sie hier... Ich würde hier gerne so einen Accelerator bauen, der das Ganze beschleunigt. Kostet 300. Später vergrößere ich den Raum für den Anfang erstmal. Kostet mich 300 Stahl. Wie viel Stahl besitze ich denn? 100. Ja, was mache ich denn? Wo habe ich denn Stahl, wo ich gut rankomme? Gibt's keinen, wo ich gut rankomme. Ich muss den hier rausnehmen. Ist wie es ist. Auch wenn es dann vielleicht doof aussieht. Aber ich muss den Stahl hier aus der Wand kloppen. Ich muss alle Ressourcen nutzen, die wir finden. So. Normal Death Rest ging immer 3,6 Tage. Mal gucken, wie lange das dauert, wenn so ein Accelerator steht. Und hoffentlich kommen spawnen keine Insekten. Kommt hier durch jetzt hier. Und dann bauen wir es auch wieder zu. Oder wir lassen die Räume ein bisschen größer. Kann man vielleicht auch überlegen. Ein bisschen Schiss vor Retrades, die wahrscheinlich dann von da kommen werden. Vielleicht sollte ich meine Betten dann später auf die andere Seite stellen. So, wie viele haben wir jetzt? 178. Wobei, ist ja alles dunkler Bereich. Hä? Suki trägt Sachen. Das ist ja lustig, soll sie ja gar nicht. Ach komm, zieh durch. 228. Mining bei Level 5. Oh, es dauert schon sehr, sehr lange, leider. Ein Zahltingsspiel. Okay, so, die kommt uns alle beleidigen. Gott, ey. Rex Balk beleidigt alle. Okay, geht Natascha jetzt eigentlich in den Sarg schlafen? Bumble. Oh Gott, die sind gefährlich, die Dinger. Suki braucht Blut. Ja, die braucht dringend Blut. Ja, deswegen ist er so schlecht drauf. Was hat sie da hingelegt? Aber im Sarg schläft sie gar nicht. Im Sarg macht sie nur Bedrest. Sind die beide rausgeflippt. Na gut. Yoichi, vielen, vielen lieben Dank für die 17 Monate. So, ich glaube, das ist der richtige und gute Moment jetzt hier zu pausieren. Und morgen machen wir nämlich, dass wir in den Schlaf gehen und die Base weiter ausbauen. Wir haben jetzt hier 4 Zimmer, wir haben ein Gefängnis, wir holen den Stahl, bauen das wieder zu. Und dann, ich würde gerne in den Berg reingehen. Ich würde gerne eine riesige Bergbase bauen und später auch gegen Insekten kämpfen. Und ich stelle mir das so vor, dass wir das Ganze vielleicht... Wir haben angefangen, das so kreisförmig zu machen. Und ich glaube, ich würde das gerne weiterziehen, so kreisförmig. Ich glaube, ich würde gerne irgendwie so eine Base bauen. Irgendwie so. So.
Und dann von da aus vielleicht so andere Bereiche kreisförmig erschließen. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas vielleicht zu machen hier. Oder so Halbkreis, die so dran gehen. Irgendwie so. Sowas könnte ich mir vorstellen, irgendwie in diese Richtung zu bauen. Mickey Maus, ja, ein bisschen schon. Nennen wir sie Mickey Maus, ja. Das kann ich mir vorstellen. Kurze Frage, wenn auch an den Chat. Ich habe die Möglichkeit, eine Titelzeremonie zu bekommen, aber ich kann diese nicht durchführen. Da steht in Rot die ganze Zeit, um diese Quest annehmen zu können, würdest du eine Kolonie, die frei von Feinden der Fraktion des Siedelverteilers ist. Hast du irgendwelche Gegner, irgendwelche Gefangenen oder so? Irgendwas Böses, die da sind? Irgendwelche Mechanoiden-Cluster oder sowas? So, das will ich auf jeden Fall so bauen, aber das werden wir uns morgen in Ruhe anschauen. Erstmal die Basics, und die Basics stehen soweit. Wir haben einen Fallengang immerhin. Wir haben 2,5 Kolonisten. Wir haben Regale. Der Raum ist vielleicht gar nicht mehr so ganz hässlich. Die anderen sind sogar noch neutral. Ein bisschen Kunst würde ich gerne machen, weil das gut ist. Wir haben Snacky Mary, die 8 Artistik hat. Und dann versuche ich morgen die Kolonie ein bisschen schöner zu bekommen, für gute Laune. Und dann bauen wir mal ein richtiges Wohnzimmer. Wir bauen ein Lager, wir brauchen Arbeitsbereiche. Und vor allem expandieren wir weiter. Und ich möchte morgen gerne auf die nächste Roboterstufe kommen. Also vor allem Research. Wird cool. Ich freue mich mega drauf. Ich habe richtig Bock auf diesen Run. Das ist eine coole Map. Bock, eine richtig geile große Base zu bauen. Aber es ist jetzt ein guter Augenblick, Feierabend zu machen, noch jemand Nettes zu raiden und dann morgen mit Vollgas 19 Uhr, glaube ich, ist morgen, right? Im Discord sollte das stehen. Kommt gerne im Discord vorbeischauen. Unter Announcements steht Dienstag 19 Uhr Rimworld. Morgen 19 Uhr starten wir voll durch. Kommt gerne auf dem Discord, wenn ihr wollt. Da gibt es immer News, Infos, wenn ich mich verspäte, wenn irgendwas sein sollte. Da ist immer, das ist mein Kanal zu euch. Mein Kanal zu euch. Ich sehe gerade, der liebe Radler daddelt Settlement Survivors. Das ist ein cooles Game, das will ich auch gerne nochmal anschauen. Ich weiß nicht, ob es cool ist, aber ich will es mir gerne nochmal anschauen. Ist auch ein Aufbauspiel. Sieht ein bisschen aus wie... Ich weiß gar nicht genau, was es kann. Ich schicke euch auf jeden Fall mal rüber. Ihr könnt euch das mal angucken, ob es euch gefällt. Grüßt meine lieben Radler von mir. Der daddelt ein Aufbauspiel und ich bin dann erstmal im Bettchen. Chat, das war wunderschön mit euch. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Danke, dass ihr bei Rimba dabei wart. Danke, dass ihr bei Forts dabei wart. Danke, dass ihr auch hier gefollowt habt, gesubbt habt, Zeit mit mir verbracht habt. Es war wirklich schön. Habt einen wundervollen Dienstag. Lasst euch nicht ärgern, was auch immer ihr macht. Ob es auf der Arbeit ist, in der Schule ist oder in der Freizeit. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns morgen Abend. Dann bauen wir den Run weiter. Und ja, ich werde eine Kleinigkeit futtern. Ich werde vielleicht noch ein bisschen was auf Netflix gucken und dann werde ich pennen. Wie immer, es ist mir eine Ehre.